danke Ihnen fürs Kommen, ja, auch wenn Sie nicht viele sind. Ich hätte mit einigen mehr gerechnet. Zumal das Thema Volksabstimmung dank Stuttgart 21 ja jetzt auch ausgesprochen aktuell ist. Wenn es zu einer Volksabstimmung kommt, wäre das die erste Volksabstimmung im Land Baden-Württemberg seit Einführung der Volksabstimmung 1974. Man hat damals bei der Einführung darauf geachtet, dass man die Hürden so hoch setzt, dass es nicht zu einer Volksabstimmung kommen würde. Also man kann behaupten, man hat das Instrument, ja, nur die Bürger haben keinen Bedarf. Ja, und es ist politisch gewollt, dass das Instrument nicht anwendbar ist. Baden-Württemberg hat sogar so restriktive Regelungen wie fast kein anderes Bundesland. Nur das Saarland hat noch schlechtere und das hat bereits eine Form angekündigt. In Baden-Württemberg muss man nach dem hier geltenden Verfahren zunächst einmal einen Antrag stellen. Einen Antrag auf ein Volksbegehren. Dazu muss man 10.000 Unterschriften zusammenbekommen, was keine allzu hohe Hürde ist und was schon ein paar Initiativen geschafft haben. Danach steigen die Hürden aber steil an. Für das Volksbegehren, sofern der Antrag positiv beschieden wurde, muss man innerhalb von 14 Tagen mehr als 1,2 Millionen Menschen, ein Sechstel aller Stimmberechtigten, dazu bewegen, sich auf das Amt zu begeben und dort das Volksbegehren zu unterstützen. Das benachteiligt natürlich ungemein Arbeitnehmer, die von Politikern oft so bezeichneten Leistungsträger der Gesellschaft, die nicht unbedingt innerhalb der 14 Tage zu den Öffnungszeiten des Amts sich dorthin begeben können, um ihre Unterstützungsunterschrift zu leisten. Also eine große Gruppe in der Bevölkerung wird praktisch von der Teilnahme am Volksbegehren ausgeschlossen. Und man kann ja auch nicht einfach auf irgendein Amt gehen, sondern man muss für ein zuständiges Amt gehen. Ja, da wo Sie registriert sind. Einwohnermeldeamt. Ja, genau. Ja, da wo Sie als Einwohner registriert sind. Das Amt richtet normalerweise eine Stube ein, extra für diejenigen, die das Volksbegehren unterstützen wollen. Aber das auch nur während der Öffnungszeiten. Und selbst wenn Sie das geschafft haben sollten, was schon sehr unwahrscheinlich ist, genügt es dann nicht, wenn Sie in der darauffolgenden Volksabstimmung die Mehrheit gewinnen, sondern die Mehrheit muss bei einfachen Gesetzen auch einem Drittel der Stimmen entsprechen und bei Gesetzen, die eine Verfassungsänderung zum Ziel haben, der Hälfte der Stimmen berechtigt. Das ist das sogenannte Zustimmungsquorum. Hallo. Wir haben gemeinsam mit unseren Bündnispartnern Vorschläge ausgearbeitet, wie das vernünftig zu reformieren ist. Ja, wir haben ein landesweites Bündnis mit dem BUND, dem NABU, dem VCD und noch einigen anderen Organisationen mehr. Und wir wollen, dass dieser Antrag auf ein Volksbegehren ersetzt wird durch eine Volksinitiative, die den Vorteil hat, dass sie nicht einfach nur an das Innenministerium geht und dort dann mehr oder minder versagt, sondern dass sie bereits vom Landtag behandelt wird. Die Unterschriftenanzahl ist dieselbe, 10.000, nur sie haben die Möglichkeit, schon sich bereits mit diesen 10.000 Unterstützungsunterschriften schon mal Gehör zu verschaffen. Das ist ja auch der Ziel der direkten Demokratie. Man will einen Diskussionsprozess starten. Und das direktdemokratische Verfahren in der Schweiz und in Deutschland, das sich nach dem Schweizer Verfahren richtet, ist ja offen und das läuft nicht am Parlament vorbei, sondern es ist in einem ständigen Austausch mit dem Parlament. Ja, dem Landtag steht immer frei, einen Kompromiss mit den Initiatoren der Volksinitiative und des Volksbegehrens zu suchen. Und durch eine Volksinitiative würde dieser Prozess früh geöffnet
Und es gibt in einigen Bundesländern, in denen es Volksinitiativen gibt, zwar auch hohe Hürden in Volksbegehren und Volksentscheid, aber die Initiativen versuchen dennoch, wenigstens die Volksinitiative zusammenzubekommen. Ganz einfach, weil es wesentlich wirkungsvoller ist als eine Petition. Ja, Sie haben mit einer Volksinitiative das Recht, öffentlich angehört zu werden im Landtag. Und in Brandenburg beispielsweise, da haben Initiativen gesagt, wir wissen genau, dass wir nicht weiterkommen als bis zur Volksinitiative. Aber wir sammeln trotzdem die Unterschriften, weil es uns wichtig ist, im Landtag gehört zu werden. Das mit dem Volksbegehren und der Volksabstimmung schaffen wir sowieso nicht. Aber wir haben öffentlichkeitswirksame Diskussionen zu dem Thema. Und das Volksbegehren wollen wir so reformieren, dass es allgemein anwendungsfreundlicher wird und dass die Initiativen auch selbst Unterschriften sammeln können. Wir haben uns vorgestellt, dass statt wie bisher ein Sechstel, ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten genügen soll. Das wären ungefähr 400.000, was schon eine Menge ist und was auch eine Frage der Waffengleichheit ist. Denn mit einem Volksbegehren tut man ja nichts anderes als eine Fraktion im Landtag. Und eine Fraktion im Landtag hat man ab 5% der Wählerstimmen. Hier beim Volksbegehren geht es um 5% aller Stimmberechtigten, was im Grunde noch etwas höhere Hürde ist. Ja, aber mit einem Volksbegehren tut man genau das, was eine Fraktion im Landtag auch tun kann, einen Vorschlag einbringen. Die Initiativen sollen die Unterschriften selbst sammeln können und sollen dazu ein halbes Jahr Zeit haben. Das dient auch dazu, diesen Diskussionsprozess weiter in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Wie gesagt, das ist der Sinn der direkten Demokratie und Initiativen sollen die Möglichkeit haben, öffentlichkeitswirksam in der Öffentlichkeit für ihre Sachen sammeln zu können. Die bisherige Methode, Menschen dazu erstmal bewegen zu müssen, möglicherweise noch in ihrer Arbeitszeit, sich auf das Amt zu begeben, das ist einfach zu umständlich und das ist in den meisten Bundesländern auch der Genickbruch für die direkte Demokratie. Außerdem dient es ja auch dazu, endlich all das Engagement, das sich in Deutschland schon weit außerhalb der Parteien bewegt, in Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace und NABU, die sich hier auch gerade im Haus treffen, oder in den Gewerkschaften und so weiter, wirkungsvoll einzubinden. Es ist nun mal so, dass viele Leute, wenn sie sich engagieren wollen, eher in eine Nichtregierungsorganisation gehen, ja, oder in einen Sozialverband oder in eine Gewerkschaft, als in eine Partei. Das ist in meiner Generation normal. Ja? Und dadurch liegt halt auch sehr viel an Engagement und Sachwissen brach, das man durch direkte Demokratie sehr gut einbinden könnte. Wenn das gelungen ist, das Volksbegehren nach dieser Methode, würde man nach unseren Vorstellungen in der Volksabstimmung gewinnen können, ohne ein Quorum erfüllen zu müssen. Wir wollen erreichen, dass das Quorum vollständig gestrichen wird. Dieser Vorschlag, den wir eingebracht haben, der wird auch von Grünen und SPD unterstützt. Und die haben auch den Vorschlag, gut, ungefähr 1:1 in den Landtag eingebracht und gescheitert ist es letztendlich am Widerstand der CDU. Ja, die FDP zeigte sich wenigstens kompromissbereit, aber die CDU hat auch jetzt noch immer genug Stimmen, um die notwendige Verfassungsänderung zu verhindern. Wir haben uns deshalb gedacht, dass wir in einer Kampagne eine Volksabstimmung über die Volksabstimmung in Baden-Württemberg ansetzen. Es ist ja möglich, dass aus dem Landtag heraus eine Volksabstimmung angesetzt werden kann.
Ja, das will man jetzt auch anwenden für die Volksabstimmung über Stuttgart 21. Und wir haben uns vorgestellt, und die Unterstützung dafür werden wir höchstwahrscheinlich auch finden, dass wir diesen Vorschlag nochmal einbringen lassen in den Landtag und nach dem Artikel 60 der Landesverfassung ist es so, wenn die Landesregierung einen Vorschlag einbringt, dann kann ein Drittel des Landtages der Landesregierung eine Volksabstimmung über diesen Gesetzesvorschlag ermöglichen, wenn er scheitern sollte im Landtag. Und das müsste man dann zeitlich so hinbekommen, dass diese Volksabstimmung über die Volksabstimmung zusammenfällt mit den kommenden Bundestagswahlen, um die notwendige Beteiligung zu gewährleisten. Es gibt ja das Problem des Zustimmungsquorums, dass gerade bei Landesverfassungen hoch ist, noch höher als bei einfachen Gesetzen. Es genügt nicht, die einfache Mehrheit zu gewinnen, sondern diese Mehrheit muss, das ist die zweite Hürde, die zweite Bedingung, noch mindestens 50% der Stimmberechtigten entsprechen. Wenn wir das erreichen, dann hätten wir die Sperrminorität der CDU ausgehebelt und hoffentlich auch die notwendige Hürden genommen und so die notwendigen Reformen eingeführt. Warum ist es uns aber so wichtig, dass wir das Quorum endlich loswerden? Das Quorum in der Volksabstimmung. Ich sage es mal ganz scharf, auch wenn das nicht gern gehört wird, aber Quoren in Abstimmung sind nichts anderes als institutionalisierter und legalisierter Abstimmungsbetrug. In Ländern, in denen direkte Demokratie üblich ist, die Schweiz beispielsweise oder in Kalifornien, gibt es keine Quoren, die kennt man da nicht. Oft wird man von den Schweizern nicht verstanden, wenn man sagt, ja, aber wir müssen dann noch das Quorum nehmen. Die begreifen es nicht, begreifen es auch zu Recht nicht, dass es da eine zweite Hürde gibt. Die Quoren werden ja begründet damit, dass sie für eine höhere Beteiligung sorgen und damit für ein repräsentativeres Ergebnis. Schaut man es sich aber genau an, bewirken sie das genaue Gegenteil. Die eine Seite, die sowohl die Mehrheit gewinnen muss, als auch das Quorum zusammenbekommen, die wird ja benachteiligt gegenüber der anderen Seite. Ja? Und das entmutigt sie, an der Abstimmung teilzunehmen. Der eine Seite denkt sich, oh, wir müssen nicht nur die Mehrheit gewinnen, sondern auch dieses Quorum erreichen. Das schaffen wir ja nie. Dann können wir ja gleich zu Hause bleiben. Während die Gegenseite sich denkt, ach, die müssen nicht nur die Mehrheit gewinnen, sondern auch noch das Quorum erreichen, das schaffen die ja nie, dann können wir ja gleich zu Hause bleiben. Unter solchen Bedingungen kann kein repräsentatives Ergebnis zustande kommen. Außerdem benachteiligt es ja gerade die bereits erwähnten Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Verbände und so weiter, die halt nicht das Mobilisierungspotenzial haben, aber dennoch oft gute Ideen. Quoren gegen die Regeln der Logik. Ja, schlicht und einfach. Es gibt in der Logik drei Möglichkeiten, eine Frage zu beantworten. Ja, nein oder Enthaltung. Ja ist klar Zustimmung, nein ist Ablehnung. Und wer sich enthält, der überlässt die Entscheidung den anderen und verhält sich neutral. In der Logik sind diese drei Antwortmöglichkeiten strikt zu unterscheiden. Sie bedeuten nicht dasselbe. Sie haben einen unterschiedlichen Sinn. Quoren sorgen aber dafür, dass es durcheinander gebracht wird. Im Grunde werden dadurch Enthaltungen als Gegenstimmen gewertet. Dahinter steht die Überlegung, wir müssen jetzt ein Quorum einrichten, denn
Es kann ja sein, oder wir gehen davon aus, dass all diejenigen, die sich enthalten haben von den Bürgern, einfach nicht begriffen haben, worum es da geht. Ja, und deshalb müssen wir eigentlich ihre Stimmen der Nein-Seite zuschlagen, der Gegenseite. Ja, das ist die logische Konsequenz von Quorum. Man sollte sich aber mal vorstellen, was für ein Skandal es wäre, wenn der Spitzenkandidat einer Partei im Interview am Wahlabend sagen würde, mir passt die hohe Wahlenthaltung nicht, ich finde, man sollte all die Stimmen derer, die sich enthalten haben, meiner Partei zuschlagen. Das wäre Unsinn, ein ziemlicher Skandal, aber genau diesen Unsinn macht man den Volksentscheid durch das Quorum. Zudem sind Quoren auch ein Verstoß gegen gleich mehrere demokratische Prinzipien. Zunächst einmal ein klarer Verstoß gegen das Prinzip der Volkssouveränität. Das da sagt, dass das Votum des Volksvertreters schlecht über dem des Volkes selbst stehen kann, wenn man es genau nimmt. Betrachtet man sich aber die Wahlergebnisse genau und vergleicht es mit dem Quorum, da kommt einem ziemlich schnell der Gedanke, dass da irgendetwas nicht stimmt. Wissen Sie, von wie vielen der Stimmberechtigten in Ländle die jetzige Landtagsmehrheit unterstützt wird? Das sind etwas mehr als 30%, 31%. Ja? Und die können damit Gesetze beschließen. Nur wenn das Volk Gesetze beschließen möchte, ja, dann muss es mindestens ein Drittel sein, also 33,33%. Gut, 2% mehr in diesem Fall. Würde man die letzte Legislaturperiode heranziehen, dann wären es sogar noch weniger, wäre die Differenz noch größer. Hier ist also etwas aus der Waage geraten. Ja? Die Parlamentarier haben es einfacher, ein Gesetz zu beschließen, als das Volk selbst in einer direkten Entscheidung. Ja? Und das ist einfach nicht zu verstehen. Dann verstößt es gegen das Prinzip der Stimmengleichheit. Das da besagt, dass jeder Bürger dieselbe Stimme hat und dass seine Stimme gleich zu werten ist wie die jedes anderen Bürgers auch. Ganz gleich welcher politischen Auffassung, Hautfarbe, welchen Geschlechts oder was auch immer. Das Quorum wirkt aber so, wie ich das in Erinnerung an meine Schulzeit hier mal angezeichnet habe. Sie können in einer Volksabstimmung 80% gewinnen. 80%, eine deutliche Mehrheit. Ja, gegenüber den 20%, die eine eindeutige Minderheit sind. Wenn Sie das Quorum nicht erreicht haben, haben Sie immer noch verloren. Das bedeutet, man interpretiert das Ergebnis einfach um. Ja, man tut so, als wären diese 80% eine Minderheit und die 20% eine Mehrheit. Das würde aber bedeuten, dass die 80% abgewertet werden, dass die Stimmen der 80% abgewertet werden, ja, ungefähr zum Faktor 0,6, und die Minderheit von 20% wird aufgeblasen zur Mehrheit, ja, indem man ihre Stimmen ungefähr 2,6-fach überbewertet. Zudem stellt es dann natürlich auch einen Verstoß gegen das Prinzip des Mehrheitsentscheides dar. Ja? In der Demokratie gilt generell, die Mehrheit entscheidet. Ob nun einfache oder qualifizierte, ist eine andere Frage. An die qualifizierte Mehrheit lässt sich auch bei einer Volksabstimmung verlangen. Ja, darüber haben wir auch schon nachgedacht, das mal vorzuschlagen bei Verfassungsänderungen. Ja, dann wären wir vielleicht das Problem los, dass einige Verfassungsrichter in Unkenntnis der Wirkungsweise des Quorums einfach Quorum vorschreiben für Verfassungsänderungen.
Ja, dabei könnte man das Ganze wesentlich eleganter lösen, indem man sagt, bei Verfassungsänderungen mindestens eine qualifizierte Mehrheit für Volksabstimmung. Das wäre ja durchaus möglich. Wenn man sich vorstellt, ja, dass das bei einer Volksabstimmung über Stuttgart 21 der Fall ist, dass eine deutliche Mehrheit verliert, weil das Quorum nicht erreicht wurde, da geht der Schuss sozusagen nach hinten los. Die Befriedung, die man durch die Volksabstimmung erreichen will, wird mit Sicherheit nicht erreicht, indem man eine Mehrheit zur Minderheit erklärt und die eigentliche Minderheit zur Mehrheit. Das wäre auch eine absolute Katastrophe für die politische Kultur des Landes. Und wie gesagt, es wäre die erste Volksabstimmung in Baden-Württemberg überhaupt, die dann, so ist der Fachbegriff, unecht scheitert. Das heißt, sie scheitert nur am Quorum. Das ist in Deutschland aber oft der Fall. Von 19 Volksabstimmungen, die es bisher auf Landesebene gegeben hat in den deutschen Bundesländern, sind 5 unecht gescheitert. Es kommt aber allmählich setzt sich der Gedanke durch, dass das nicht so gut ist für die politische Kultur. In Berlin beispielsweise wäre es beim letzten Volksentscheid fast sehr in die Hose gegangen. Da gab es einen Volksentscheid über die Offenlegung der Verträge, die die Privatisierung der Wasserversorgung Berlins betreffen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben und sich daran erinnern. Dieser Volksentscheid ging aus mit einer Riesenmehrheit von 98% für die Offenlegung dieser Verträge. Und es waren nur 2% dagegen. Aber es wurde nur ganz knapp das Quorum überhaupt erreicht. Wenn das Quorum nicht erreicht worden wäre, hätten 98% derjenigen, die sich beteiligt haben, verloren gegen 2%. Das wäre schwer zu erklären gewesen. Ja. Wäre sowas nicht mal ein richtig schönes Signal in die Öffentlichkeit, dass es so doch nicht geben kann? Ja, ich bin auch da etwas zynisch. Ich sage, wenn das nicht klappt, ich stelle Ihnen gleich noch eine Kampagne vor. Wenn es tatsächlich so kommt, ja, dass es nur am Quorum scheitert, dann kann man immer noch sagen, gut, jetzt sieht auf einmal ganz Deutschland, was Quorum bedeuten. Ja, und vielleicht schlägt die Presse dann ja auch mal drauf ein und fragt kritisch nach, wieso gibt es in der Schweiz kein Quorum? Ja, obwohl die da so bewandert sind mit direkter Demokratie, aber bei uns, ja. Ich habe noch eine Frage, wieso ist in anderen Bundesländern möglich, oder dass die Quorenprozent ja niedriger. Und das wird auch eher etwas durchbringen. Hat es in Baden-Württemberg so hochgehängt, hat es bestimmt bedeutend Gründlichkeit haben, warum? Dazu gibt es eine ganz blöde Geschichte. Ich habe ja gesagt, dass SPD und Grüne bereits einen Vorschlag gemacht haben, das zu ändern. Und zwar alles, Volksbegehren und Volksabstimmung. Und die CDU hat daraufhin gesagt, Volksbegehren ändern wir nicht. Aber in der Volksabstimmung können wir meinetwegen das Quorum senken auf 25%. SPD und Grüne haben das damals nicht mitgemacht. Aus damaliger Sicht auch zu Recht. Die konnten ja nicht wissen, dass sie die Landtagswahlen gewinnen würden. Inzwischen werden die sich sehr darüber ärgern, dass sie damals nicht darauf eingegangen sind. Ja?
Aber das ist halt Pech. 25% ist übrigens ja, in den anderen Bundesländern üblich. Ja, wie gesagt, kaum ein Bundesland hat so hohe Hürden wie Baden-Württemberg. Und da werden Volksabstimmungen wenigstens ab und zu noch, da gehen sie ab und zu noch so aus, dass das Quorum erreicht wird, wie in Berlin bei diesem Beispiel mit der Offenlegung der Wasservertreter. Ja, aber ein Drittel der Stimmen ist nicht machbar. Also vor allem nicht, betrachten wir es mal ganz objektiv, nicht bei einem Thema wie Stuttgart 21. Ja. Ich bin zur Neutralität verpflichtet, aber nach meinem Eindruck ist Stuttgart 21 eben nicht das große überregionale Projekt, das landesweit interessiert. Ja. Man kann natürlich durch Kampagnen eine Menge machen, aber selbst dann kriegt man höchstwahrscheinlich nicht diese 33,33% zusammen. Man muss ja auch mal sehen, was für ein Mobilisierungspotenzial man hier im Land bei Wahlen hat. Ja, gut, mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten geht gar nicht mehr hin. Ja, und ja, es bleiben zwei Drittel übrig und von denen muss man eins erwischen. Wir haben uns deshalb eine Kampagne überlegt. Und zwar wollen wir die SPD dazu bringen, auf jeden Fall den Mehrheitsentscheid bei der Volksabstimmung anzuerkennen. Der grün-roten Fraktion steht ja immer frei, selbst wenn die Volksabstimmung scheitert, das Gesetz dennoch anzunehmen. Ja. Und das wird sie gerade tun, wenn es eine große Mehrheit gegeben hat. Deshalb sehe ich auch solche Sachen wie Boykottaufrufe innerhalb der Anti-Stuttgart 21-Bewegung etwas kritisch. Man manipuliert ja seine eigene Volksabstimmung. Ja. Das Quorum kann man zwar nicht erreichen, aber man kann sich zumindest bemühen, eine große Mehrheit zu gewinnen. Dann ist man noch im Spiel. Wenn man boykottiert und die Stuttgart 21 Befürworter gewinnen, ja, dann kann man argumentativ kaum mehr etwas machen. Dann kann man nicht behaupten, wir haben die Mehrheit auf unserer Seite, wir haben die besseren Argumente und so weiter. Und man kann ebenso nicht mehr behaupten, Stuttgart 21 sei nicht demokratisch legitimiert. Ja, das geht dann nicht mehr. Ja, wenn man tatsächlich seine Behauptungen nachweisen will, man habe die besseren Argumente, man hat die Mehrheit auf seiner Seite und Stuttgart 21 ist nicht demokratisch legitimiert, muss man in der Volksabstimmung die Mehrheit gewinnen. Ansonsten macht man sich bundesweit unglaubwürdig. Ja, und es denken ja beide Seiten, sie hätten die besseren Argumente und die Mehrheit auf ihrer Seite. Gut, dann wollen wir sehen, wer recht hat. Ignoriert das Quorum, geht ins Rennen und wir werden sehen. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir die SPD dazu bringen müssen, auf jeden Fall die Mehrheitsentscheidung anzuerkennen. Die Grünen werden es ohnehin tun. Ja? Aber es genügt halt nicht, wenn die Grünen allein es tun. Durch eine Postkartenaktion wollen wir erreichen, dass die SPD vor der Volksabstimmung erklärt, egal ob das Quorum erreicht wird oder nicht, wir werden auf jeden Fall das annehmen, was die Mehrheit wünscht. Ja, das soll durch diese Postkartenaktion erreicht werden. Die Postkarten liegen da hinten. Ich kann sie mal austeilen. Ist ja eine kleine Runde. Das ist die eine Sache. Flankieren könnte man das doch ein bisschen durch Abgeordnetenwatch. Das ist ein Internetportal, das ermöglicht, den Landtagsabgeordneten öffentlich Fragen zu stellen. Hat den ungeheuren Vorteil, dass die Fragen dann öffentlich beantwortet werden und so auch nachvollziehbar ist, welche Ansicht hat der Abgeordnete zu diesem Thema und hat er tatsächlich so abgestimmt. Abgeordnetenwatch erhebt beispielsweise auch solche Daten wie Abstimmungsverhalten.
Und wie steht er halt zu der Sache? Die Geschichte von Abgeordnetenwatch ist die, dass wir das im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben, zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung. Aber die bekam kalte Füße, nachdem erste CDU-Abgeordnete meinten, man solle Abgeordnetenwatch boykottieren. Daraufhin hat sich die Landeszentrale für politische Bildung fast ganz aus der Finanzierung zurückgezogen. Ich würde gerne noch ein bisschen drüber diskutieren. Ja, das macht mir noch den meisten Spaß an. Die Volksbefragung, die lässt sich, die ist formfrei und die unterliegt auch keinem Quorum, wenn man das nicht will. Man muss halt einfach ein Gesetz dazu beschließen und sagen, nach welchen Regelungen diese Volksbefragung durchgeführt wird. Und wir haben das auch vorgeschlagen. Und zwar, und das dann auch während der Koalitionsverhandlungen nochmal betont und den Koalitionspartnern ein Thesenpapier dazu zur Verfügung gestellt. Aber die SPD ist wohl nicht darauf eingegangen, weil sie vielleicht darauf das Quorum spekuliert. Ich weiß es nicht. Es wäre eigentlich wesentlich sinnvoller, eine Volksbefragung zu machen, denn die ist formlos. Ja, da kann man auch ein Quorum auslassen, wenn man möchte. Okay, dann könnte man aber für eine Medienkampagne oder überhaupt für eine Kampagne das vielleicht auch nochmal hochholen, weil ich davon gar nichts gehört habe, in keiner Richtung. Im Koalitionsvertrag steht halt leider schon drin, Volksabstimmung. Okay. Und ja, ich glaube nicht, dass man davon jetzt abrücken wird, aber es hätte vielleicht auch den Vorteil, dass man dann nicht noch solche juristischen Streitigkeiten darüber hat, ob die Landesverfassung tatsächlich eine Volksabstimmung über Stuttgart 21 zulässt. Ja, denn wenn durch einfaches Gesetz eine Volksbefragung beschlossen wird, dann hat man halt nicht so sehr diese Verfassungsdiskussion. Ja. Aber ich glaube, diese Diskussion erübrigt sich, dass es von der SPD klar nicht gewollt, beziehungsweise, wie Sie sagten, die spekulieren vielleicht auf das Quorum, das vielleicht streichen, aber das setzen das doch sicher. Ja, aber stellen Sie sich vor, bei dieser Kampagne, die ich gerade vorgestellt habe, diese Postkartenaktion, machen etliche SPD-Mitglieder mit und schreiben das noch auf die Karte dazu. Übrigens, ich bin SPD-Mitglied. Und schicken die Karte vielleicht nicht an den Abgeordneten, sondern an das SPD-Landesbüro. Dann lodern da die Flammen. Wenn man Umfragen glauben darf, dann sind die meisten SPD-Mitglieder gegen Stuttgart 21. Ja, wenn sie sich Gehör verschaffen, dann hat das mit Sicherheit großen Einfluss. Dann bringen wir es mal auf den Punkt, denn die SPD kann sich das nicht leisten, wieder einen Mitgliederstreit und Massenaustritt. Nochmal die Frage, Sie hatten den Begriff qualifizierte Mehrheit benutzt. Könnten Sie da nochmal sagen, was genau müssen wir darunter verstehen? Eine einfache Mehrheit im Gegensatz dazu ist, dass man halt die Mehrheit hat, nur mit auch nur einer Stimme. Qualifizierte setzt voraus, dass man wesentlich mehr bekommt. Ja, das können beispielsweise zwei Drittel sein, ist nicht genau festgelegt. Zwei Drittel sein bei Verfassungsänderungen, das können theoretisch auch drei Viertel sein, je nachdem, auf was man sich da gerade versteifen möchte. Sprich, die Abhängigkeit von den Quoren dann im Wesentlichen? Das als Ersatz für die Quoren. Mhm. Denn Quoren haben ja immer die Tendenz, wie ich gerade gezeigt habe, ein Abstimmungsergebnis zu manipulieren oder vielleicht sogar ins Gegenteil zu verkehren. Ja? Und wenn man festlegt, statt Quoren setzen wir einfach voraus, dass nicht die einfache Mehrheit, also 50% plus eine Stimme, sondern dass die qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln gefordert wird, ja, dann hat man halt zwar auch eine hohe Hürde, aber man hat nicht dieses Problem, wie das die Quoren verursachen, dass einfach Ergebnisse umgekehrt werden,
riesige Menschenmassen entmutigt werden, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen und so weiter. Bei Ihrem Entwurf, wenn ich das noch fragen darf, den Sie vorher angesprochen haben, wie schaut es denn da aus im Entwurf bei Verfassungsänderungen? Haben Sie es da auch komplett gestrichen? Wir hätten es gerne ganz weg, aber wir müssen uns wohl damit abfinden, dass es noch 25% bei Verfassungsänderungen gibt, weil es gab so ein Verfassungsgerichtsurteil, ich glaube in Bremen, ich weiß es aber nicht mehr genau, da hat das Verfassungsgericht, der Staatsgerichtshof vorgeschrieben, dass Verfassungsänderung muss auf jeden Fall ein Quorum erhalten bleiben. Ja, weil die waren halt wohl einer vernünftigen Argumentation nicht zugänglich. Ja, es hätte ja genügt, wenn sie beispielsweise, wie gesagt hätten, qualifizierte Mehrheit. Ja, aber es ist auch so, dass es geht halt in den Bereich Mathematik und Logik. Ja, und es ist nicht unbedingt auf Anhieb zu begreifen. Und wenn man sich mit Befürwortern von Quoren unterhält, dann leuchtet deren Argumentation zunächst noch ein. Ja. Aber man denkt dann nicht so weit mit, dass dieser verzerrende Effekt, den Quoren auslösen, umso stärker ist, je höher die Quoren sind. Ja. 25% Quorum in einigen Bundesländern ist schon genommen worden. Ja, aber ein Drittel noch nie. Ja, weil ich habe Ihren Vortrag natürlich gar nicht gehört, deswegen ins Blaue. Sie können daraus zweifeln. Was halten Sie von der Idee, die Volksbefragung bei dem bestehenden Quorum dadurch zu gewinnen, dass man weitere Themen zur Befragung stellt? Also wir konstruieren noch ein AKW-Thema, wir diskutieren noch über das Tempolimit auf der Autobahn und reden über den Paragraph 218 mit eigenen Gesetzesinitiativen, um die Leute dadurch zur Wahlurne zu treiben, oder zur Abstimmungsurne zu treiben. Ja, aber es werden verschiedene Gesetze, die können Sie nicht alle in einer Abstimmung, oder? Ja, aber die Leute gehen dann zu verschiedenen Gesetzen in vier verschiedenen Abstimmungen am selben Tag zur Wahl. Also Berlusconi war gerade so eine Geschichte. In Italien wurde zeitgleich über mehrere Dinge, die die Leute unterschiedlich interessiert haben, abgestimmt. Genau, so sollte es eigentlich auch sein. Das sollte eigentlich Standard sein. Aber das kriegt man bis dahin nicht hin. Denkt da irgendwer drüber nach? Ich habe hier. Bis jetzt denke nur ich drüber. es ist ein interessanter Gedanke, aber ist zeitlich ein bisschen schwierig. Ja, es gibt halt eine 3-Monats-Frist. Und dann gehen wir davon aus, dass wir die Volksabstimmung im November haben. Und wenn man sich ansieht, wie problematisch es bereits ist, dieses Ausstiegsgesetz zu formulieren, dass sie da nicht noch irgendwie ein populäres Thema finden und debattieren können, das noch innerhalb dieser Frist mit abgestimmt werden kann. Da wollen sie vielleicht ja, ein bisschen spät. Aber ein sehr guter Gedanke. Wenn Sie sagen November, ich meine, die Quartalwende geht inzwischen von Januar aus und ich persönlich würde eher von März ausgehen. Also glauben Sie nicht, dass sich das noch nach hinten verschiebt? November wäre frühestens möglich. Also kann. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es sich noch sogar noch etwas weiter verschiebt. Ich glaube nur März. Ja, irgendwann muss man auch mal was auf die Reihe kriegen. Ja, denn man kann den Konflikt ja auch nicht ständig weiter schwelen lassen. Zu dieser Verfassungsfrage. Wenn es verfassungsrechtlich überprüft werden muss, dann dauert es länger als bis November. Ja. Okay. Gut, ich habe gehört, es soll schon 30-seitiges Gutachten dazu vorliegen. Die Frage ist, wann es rauskommt. Ja, eines von unserer Seite. Okay. Die Gegenseite ist die Frage, die das noch verzögern könnte, ganz klar. Die CDU hat das ja bereits angekündigt. Das ist prüfend. Ja, dass sie auch klagen wird. Oder angedroht. Ja, aber das ist nicht unbedingt aufschiebende Wirkung. Die Klage als solche hat ja nicht aufschiebende Wirkung. Nee, also, die werden auch erst nach der Volksabstimmung klagen. Ja, genau. Dann ist auch wieder schön zu spät. Ja, aber
Die müssen sich dann überlegen, ob sie dabei noch ein gutes Bild dann abgeben. Ja. Kommt ja auch darauf an, wie die Volksabstimmung ausgeht. Ja, wenn sie gegen 80% Mehrheit klagen, das wäre dann schon sehr mutig. Ja. Schleswig-Holstein lanciert gerade einen Volksentscheid oder eine Volksinitiative zu irgendwas, was was im Bundesrat behandelt werden soll. Könnten Sie da mal genauer noch was dazu sagen? Ja, es gibt in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, über direkte Demokratie zu erreichen, dass das Land eine Bundesratsinitiative einbringt. Und das Ziel ist, dass eine Bundesratsinitiative eingebracht wird zur Einführung direkter Demokratie auf Bundesebene. Ja, und das muss zeitlich so genau abgepasst werden, dass, wenn es zu einer Volksabstimmung kommen sollte, dass damit Wahlen zusammenfällt. Ja, und die zweite Initiative, die Sie machen, ist, das war zur Verbesserung direkter Demokratie auf Kommunalebene, glaube ich. Irgendwelche Fragen? Ja. Haben Sie eine Einschätzung? Also ich argumentiere auf einer moralischen Schiene. Ich sage, die Leute, die sich weigern, das Quorum abzusenken, sprich die CDU-Abgeordneten, übernehmen unmittelbar moralische Verantwortung für das, was dann passiert, wenn eine Sitzblockade vor den Bäumen mit staatlicher Gewalt beendet werden muss. In Richtung 30.09. Gibt es nicht in der CDU-Basis irgendwelche Leute, die mit diesem Argument, wenn ihr die Mehrheit gewinnt bei einer Volksabstimmung und ihr habt ja die CDU, die SPD, die Bahn, die Lobby und die Lokalpressen landesweit auf eurer Seite, weil die Chancen sind gut, ihr habt das Geld, wenn ihr diese Volksabstimmung gewinnt, dann könnt ihr das Projekt endlich bauen. Wenn ihr es nicht gewinnt oder nur aufgrund des Quorums gewinnt, könnt ihr nicht bauen, habt weiter Widerstand und müsst ihr mit Staatsgewalt brechen. Gibt es denn nicht in der CDU Leute, das einsehen könnten? Ja, ich nehme an, schon. Es gibt in CDU und CSU einige Befürworter direkter Demokratie. Und naja, es ist die Frage, inwiefern die Einfluss haben. Eckstein bei der CSU beispielsweise. Eben auf Landesebene, das ist mir viel zu. Landesebene? Kann ich gar nicht. Nee. Auch keine Idee ist zum Argument nach dem Motto, wenn es eine Volksabstimmung gibt, die ihr gewinnt, könnt ihr endlich bauen und wir akzeptieren, wir Gegner akzeptieren das Ergebnis. Sonst könnt ihr nicht bauen, weil wir das Ergebnis nicht akzeptieren. Oh. Also mir ist kein prominenter CDU. Ja, wir haben mal so eine Umfrage gemacht, bei der wir festgestellt haben, dass ungefähr 2/3 der CDU-Mitglieder und Unterstützer auch für mehr direkte Demokratie sind. Es ist nur die Frage, was sie sich darunter vorstellen. Das wurde in der Umfrage nicht festgestellt. Ja, aber, und diese Umfrage haben wir gemacht vor Stuttgart 21. Wer weiß, wie es jetzt aussieht. Ja, wir haben als Anhänger unterschiedlicher Parteien gefragt, große Umfrage und da auch abgefragt, bei welchen Parteien die Menschen sich verorten. Und das zeigt auch, dass ja auch die CDU im Grunde ihre eigenen Unterstützer und Mitglieder nicht so ernst nimmt. Und das Widersprüchliche ist ja auch, dort wo die CDU in der Opposition ist, da unterstützt sie auch gerne Volksinitiativen. Oder es ist tendenziell so überhaupt bei Volksentscheiden, dass eher die konservativere Position gewinnt. Ja, also wäre das ja eigentlich für die CDU auch eine Möglichkeit, sich und ihre Mitglieder einzubringen, einzubinden. Aber die Möglichkeit sieht sie halt nicht. Fraktionszwang gibt es auch nicht. Fraktionszwang. Doch, den gibt es. Ja,
Aber das ist immer das Problem. Selbst wenn es unter den CDU-Abgeordneten jemanden geben würde, der würde sich nicht so äußern wie gewünscht. Ja, es gibt zwar, und wir haben ja vor den Wahlen eine Wahlbefragung gemacht unter allen Kandidaten und unter den CDU-Kandidaten gab es durchaus Leute, die fortschrittlich gedacht haben und auch an mehr direkte Demokratie gedacht haben. Aber ich glaube nicht, dass die sich gegen ihre eigene Fraktion stellen werden. Ja, das wäre denen dann noch selbst zu unangenehm. Aber wir haben durchaus... Ist so unabhängig. Abgeordnete sind so unabhängig. Sollten es sein, ja. Ihr Gewissen steht. Ja, so ist bloß die Frage, wann nutzt man denn seine Gewissensfreiheit? Nutzt man die eher bei anderen Fragen und geht ansonsten einem Streit mit seiner Koalition, mit seiner Fraktion aus dem Weg? Ja, bei solchen Fragen wie pränatale Diagnostik oder so etwas, da kann ich das verstehen. Das sind ethische Fragen, aber ansonsten. Ansonsten sind die auch alle glatt gebügelt innerhalb der Partei. Ja, das ergibt sich so, aber das macht sie auch stark. Ja. Ja, bei der CDU ist es ja auch so, dass sie durchaus weiß, dass sie in vielen Punkten Minderheitenpositionen vertritt und davon ausgeht, dass sie halt unterliegt. Ja. Das hätten wir beispielsweise als Argument bis vor wenigen Monaten gehabt beim Thema Atomausstieg oder Wehrpflicht. Ja. Ein Argument, das immer noch gilt, ist beispielsweise Mindestlohn. Ja, da ist ein Großteil der Bevölkerung dafür, eindeutig mehr nach Umfragen, CDU dagegen. Ja, das macht einen Teil der Furcht aus. Übrigens war die CDU in ihren Anfängen wesentlich fortschrittlicher und wesentlich offener. Und dann kam so ein, in der Geschichte so ein Umschwung. Da gab es den SPD-Slogan Mehr Demokratie wagen. Ja, fällt auch ungefähr in die Zeit, als die Volksabstimmung in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Und dann bildete sich so eine Gegnerschaft heraus, die Vorstellung, ja, das würde die Gesellschaft spalten, spielte in den 70er Jahren eine größere Rolle, Rechts-Links-Lager und so weiter. Ja. Aber all die Argumente, die ich von Gegnern höre, und das ist in erster Linie die CDU, muss man klar so sagen, die sind unzutreffend, schlicht und einfach. Ja, ich habe noch kein einziges gehört, gegen das ich nicht hätte vorgehen, gegenargumentieren und das ich nicht widerlegen könnte. Ja? Sind da nicht die neuen Personalausweise auch eher ein Mittel der direkten Demokratie? Weil es wird ja gesagt, dass mit diesen Personalausweisen man die immer mehr Behördengänge auch erledigen kann. Und dann müsste man die Leute nicht mehr auf der Straße ansprechen und überzeugen, dass sie am nächsten Tag aufs Amt gehen müssen und dann ins Parkgesetz und unterschreiben. Sondern müsste man die Leute nur dazu bringen, dass sie irgendwann dieses Plastikkärchen am Computer hinlegen müssen. Einen Klick an der richtigen Stelle machen. Wir haben schon mal jemanden von Chaos Computer Club bei uns gehabt für einen Vortrag und beim Arbeitskreis Wahlrecht. Und wir haben uns selbst mit dem Gedanken beschäftigt, ob man nicht wenigstens Unterschriften sammeln könnte, elektronisch. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man wenigstens Volksinitiative und vielleicht auch Volksbegehren ja elektronisch machen könnte. Derzeit kann man ja schon Petitionen online machen. Ja. Und das hat dem Petitionswesen sehr großen Aufschwung gegeben. Aber abstimmen, später dann lieber auf Zettel. Wegen Nachprüfbarkeit
geringer Manipulationsgefahr und so weiter. Na ja, gut, noch gibt man ja seinen Namen per Hand an. Ja. Wenn man es dann mit einem Personalausweis macht, dann sollte es ja eigentlich also wirklich eindeutig identifizierbar sein. Ja, müssen wir sehen, was der neue Personalausweis bringt. Aber damals, als wir die Referentin vom Chaos Computer Club da hatten, da ist es ein paar Monate vorher erst dem Chaos Computer Club gelungen, einen Wahlcomputer zu knacken. Und das Wahlergebnis zu manipulieren. Ja, und davon beeindruckt, ja, haben wir gesagt, lieber erstmal nicht. Da müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber Unterschriften wäre, glaube ich, schon möglich. Aber das Projekt Elena wurde ja jetzt gerade mit dem Argument gestoppt, dass die elektronische Unterschrift noch nicht weit genug ist. Hm. Was ist dieses Finanzamtprojekt, wo die Arbeitgeber melden müssen, was die Arbeitnehmer betrifft, wurde jetzt gestoppt. Hm. Ja. Jetzt mal zum praktischen Teil. Sie haben jetzt diese Karten ausgeteilt. Da gibt es ja jetzt Abschicken und so weiter, das ist eine Sache, aber da gibt es ja auch sicher einen optimalen Zeitpfeil dazu, hm, damit die möglichst massiv zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten. Ja. Wo sehen Sie den? Wir werden das noch verstärken, wir wissen ja noch nicht das Datum. Ja gut, ja. Das wäre auch meine Frage. Also ich würde sagen so, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Volksabstimmung im Parlament beschlossen wurde, dann gibt es eine 3-Monats-Frist und dann Briefmarken kaufen. Sie können aber jetzt schon. Klar, aber oft verpufft dann sowas. Wenn das so langsam anläuft, dann verpufft das, wenn das so einen Zacken gibt. Dann wirkt es, weil dann müssen die in der Partei einen Beschluss herbeiführen. Dann müssen die zusammensetzen, dann reden die Ortsverbände miteinander und so weiter. Das haben wir jetzt bei anderen Maßnahmen auch schon gesehen. Da muss als konzertierte Aktion kommen, die dann gesteuert wird von einem Aktionsbündnis. Da sind Sie ja hier verzahlt und verdadet. Ja. Also das sollte nicht stärker streuen wie 2-3 Wochen. Ja, das werden wir uns doch überlegen. Die Kampagne ist ein bisschen aus dem Blick geraten, muss ich zugeben. Deshalb stehe ich auch hier, um die mal wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich hoffe, dass Sie die Idee auch verbreiten und die anderen Leute, die es in Ihrem Bekanntenkreis gibt, mal darauf aufmerksam machen, damit es dann auch entsprechende Wirkung hat, wenn es massiver anläuft. Ja. Auf dem Weg hierher bin ich übrigens dem Landesgeschäftsführer und dem Bundesgeschäftsführer von Mehr Demokratie begegnet. Und die kamen gerade vom Aktionsbündnis und haben die beraten. Und das Aktionsbündnis wird wohl nächste Woche beschließen, ja, selbst eine Kampagne zu fahren und davon auszugehen, dass es eine Volksabstimmung geben wird, ja, die sie gewinnen müssen mit großer Mehrheit. Sind auf Landesebene jetzt Bestrebungen, nachdem die Verfassungsänderung gescheitert ist, auf einfach gesetzlicher Ebene die Vorschriften für Volksabstimmungen so zu verändern, dass diese Ungleichheit, wie sie jetzt beispielsweise besteht, zwischen den Projektbetreibern von Stuttgart 21 auf der einen Seite, die Millionen Gelder da reinpumpen können in die Kampagne, und den Gegnern auf der anderen Seite, die mühsam jede einzelne Mark an Spenden sammeln müssen, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen, indem man zum Beispiel sagt, es gibt eine Obergrenze, die beiden gegnerischen Seiten da reinstecken dürfen. Oder, ich glaube, das wird nicht kommen, weil nämlich sowohl Grüne als auch SPD sich selbst am Abstimmungskampf beteiligen wollen. Aber dann ist die SPD auf der Seite von der FDP, die CDU und Bahn und Bund und so weiter. Und auf der anderen Seite die Grünen, war zwar die Mehrheit der Bevölkerung, aber doch die Minderheit des Geldes. Das darf sie ja auch sein. Es ist, für die SPD ist es eine Möglichkeit, eine politische Entscheidung zu erreichen. Das ist ja auch ihre Idee, ohne sich großartig mit ihren Mitgliedern anzulegen.
Ja, also wir entscheiden das jetzt nicht selbst, wir überlassen das euch. Und wenn sich alle zivilisiert verhalten und alle munter mit Argumenten kämpfen, dann ist es ja nichts Schlechtes. Ja, es gibt vielleicht eine finanzielle Benachteiligung, aber man darf ja auch nicht vergessen, man hat immerhin unter den Stuttgart 21 Gegnern die Grünen auf der Seite, die Führung der Landesregierung und ein gutes Image. Ja, das spielt alles auch eine Rolle. Also ich habe immer einen bekannten Kreis Leute, die zu den Befürwortern gehören, aber obwohl sie intelligent sind und aus meiner Sicht nur, weil die eben schlecht informiert sind und die einseitigen Medien, die einseitige Propaganda von der Bahn und so weiter und selber nicht mit der Bahn fahren und die glauben dann halt das, was man ihnen erzählt. Und das heißt, wenn man die besser informieren würde, würden die sicher ihre Entscheidung, also ihre Position nochmal verändern. Ja, und wenn das so ungleichgewichtig ist, wie es jetzt ist, dann sind die Chancen da eher schlechter. Naja, wenn man meint, man hat die besseren Argumente, dann ja, sehe ich da kein Problem. Ja, was ich bei der was ich beim Aktionsbündnis bisher etwas kritisiert habe, aber das wird sich ja bald ändern. Wenn man den Broschüren beispielsweise ansieht, dann könnte man immer denken, in der Volksabstimmung geht es um zwei alternative Bahnhofsbauten in Stuttgart. Ja? Und das muss sich ändern außerhalb Stuttgarts. Schon in Ludwigsburg. Ja? Interessiert schon nicht mehr der Park. Ludwigsburg hat selbst genug Parks. Ja? Und auch die Wasserversorgung der Stadt Stuttgart dürfte in Karlsruhe investieren. Ja, man muss das aufgreifen, was die Menschen vor Ort interessiert. Man muss beispielsweise gezielt dorthin gehen, wo Bahnhöfe geschlossen wurden, wo Bahnlinien gestrichen wurden. Und zu den Leuten hingehen und sagen, wie kann es sein, dass man dir den Bahnhof vor der Nase zuschließt und dir die Bahnlinie wegstreicht, während doch offensichtlich Milliarden dafür da sind, in Stuttgart einen neuen Bahnhof zu bauen. Der Schlechte ist als der Bestehende, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, dass das Aktionsbündnis niemals den bestehenden Kopfbahnhof auch in die Argumentation mit einbringt. Ich sage nur S21 oder K21. Und bei K21, das steht auf dem Papier, da sagt dann die Gegnerseite, ja, ihr habt gar nicht bewiesen, dass es funktioniert und wie teuer das alles wird und. Aber der bestehende Kopfbahnhof funktioniert allemal besser, als Stuttgart 21 hier funktionieren kann. Und kostet nichts. Ja. Und ist geplant und ist vorhanden. Ja. Achso, bevor ich es vergesse, wir müssen Miete für diesen Raum zahlen. Es wäre ganz nett, wenn jeder von Ihnen vielleicht ein paar Cent dazu beitragen würde. Ja, es ging dabei ja jetzt letztlich um Massengleichheit. Die guten Argumente und an der Regierung die guten Argumente rüberbringen, ist ja nur ein kleiner Teil. Es muss ja alles finanziert werden. Ja. Ist nicht im Zuge der Volksabstimmung in der Richtung, was schon festgeschrieben, dass beide Seiten in etwa gleichgewichtet in die Öffentlichkeit gehen können, dürfen? Ich hab gehört, dass es so eine Idee gibt, ich weiß nicht, inwiefern das immer ein Gerücht ist, dass ein Abstimmungsheft an alle Haushalte gehen soll, wie in der Schweiz bei Volksabstimmung üblich. Da geht ein Heft an jeden Haushalt, das in dem die Pro- und die Kontraseite ihre Argumente vertreten. Ja, das wäre beispielsweise eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die Sorge, dass es zu großen Medieneinfluss gäbe und zu großen Lobby-Einfluss, ist unbegründet, denn letztendlich, man kann nicht die gesamte Bevölkerung korrumpieren. Und es gibt kein Beispiel in Deutschland, in dem sich im Volksentscheid wirklich eine Lobby durchgesetzt hätte. Ja, es gibt höchstens ein Problem mit beispielsweise der Offenlegung von Spenden. Eigentlich sollten Initiativen ihre Spender, ihre Großspender zumindest offenlegen. Ja, weil bei den Kleinspendern ist es ja egal, wenn du mal jemanden
2-3 Euro spendet, immer ihre Großspende offenlegen. Ja, das wäre wichtig, Transparenz für direkte Demokratie. Ja, ist aber auch schon dort, wo direkte Demokratie praktiziert wird, in den Bundesländern gibt es auch schon Gesetze. Die werden damit wieder umgangen, aber das Problem ist erkannt. Aber beispielsweise hat es trotz einer massiven Medienkampagne der Springerpresse in Berlin keinen positiven Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Flughafens Tempelhof gegeben. In den Vorträgen von der Landeszentrale für politische Bildung gesucht, dann wird die auch bezuschusst. Ne? Und der Staat ist ja interessiert, die Bevölkerung sich interessiert, wie das wäre, für die verschiedenen Arten der Beteiligung, ne? Dass das so ist, dann nicht bezuschusst wird. Und man könnte auch diese Themen doch auch in die Medien reinbringen, dass es mal ein bisschen größere Kreise erreicht. Ne? Ja, das versuchen wir. Ja. Es gab da mal eine besondere Erfahrung. Wir sind ja verbündet mit anderen Nichtregierungsorganisationen, Transparency International und Lobby Control. Und ich glaube, es war Lobby Control, die haben eine Pressemitteilung rausgebracht zur fragwürdigen Finanzierung und Spendenregelung beim Bundestag, ja, der Parteien im Bundestag und der Abgeordneten. Diese Pressemitteilung wurde kaum in der Presse aufgenommen. Erst als Mehr Demokratie, Transparency International und Lobby Control gemeinsam eine Pressemitteilung rausgebracht haben, wurde die erwähnt. Es ist oft schlicht und einfach so, dass eine kleine Nichtregierungsorganisation, verhältnismäßig kleine wie Mehr Demokratie, nicht so Erwähnung findet. Ja, man muss da schon irgendwie platzen. Mit Greenpeace oder mit Bund oder sowas? Die Greenpeace oder Bund oder? Ja, genau. Ja, das Niveau haben wir noch nicht. Ja, das ist unser Problem. Also wir sind derzeit 6.000 Mitglieder. Dann Stuttgart 21 ist der Landesverband Baden-Württemberg vom drittgrößten zum größten geworden. Eigentlich hätten wir Markus noch einen Fresskorb schicken sollen. Aber es ist auch verhältnismäßig wenig. Das Thema ist dann auch einfach zu abstrakt. Ja, allein schon das Quorum. Das ist die Grundlage, auf der alles beruht. Ja. Ich habe im Moment den Eindruck, dass die Leute, die dieser grün-roten Regierung kritisch gegenüberstehen, alles an den Grünen festmachen. Schulpolitik, Landwirtschaftspolitik, Integrationsministerium wird ressortübergreifend den Grünen angelastet. Ja. Deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, dass diese Volksabstimmung zu so einer ersten Chance einer Deckzettelwahl wird. Ja. Wir würgen den eins rein, weil wir mit der Landwirtschaftspolitik nicht einverstanden sind. Sehen Sie das auch so? Also nach dem, was ich beispielsweise im Internet an Leserkommentaren verfolge, da geht es oft gar nicht um Bahnhof. Ja, da geht es um Negativ-Klischees und Positiv-Klischees. Ja, die Grünen sind der Sargnagel Deutschlands, beispielsweise, aufzulesendes Zitat, und so weiter und so fort. Die Gefahr besteht eindeutig. Aber wenn man vernünftige Argumente findet, die auch parteiübergreifend sind und die auch Konservative, ich würde es nicht sagen CDU-Anhänger, aber Konservative überzeugen, dann hat man doch alle Chancen. Denn in der Presse der letzten Tage wurde erwähnt, dass die Bahn offenbar intern mit anderen Kosten für Stuttgart 21 gerechnet hat, als in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das muss doch auch ein Konservativen im Ländle interessieren. Ja, und dass seine eigene Partei offensichtlich Bedenken hatte,
Und belogen wurde. Ja, nicht nur belogen wurde, sie hatte ja sogar gewisse Zweifel, ob das so stimmt, was die Bahn von sich gibt. Ja, und ist trotzdem auf pro Stuttgart 21 Linien geblieben. Obwohl sie den Verdacht hatte, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Also man kann sagen, die CDU ist da nicht offen, auch mit ihrer eigenen Anhängerschaft umgegangen. Und die Bahn prüft rechtliche Schritte gegen den Verkehrsminister, weil der nicht bereit ist, diese Vertuschungen und Lügen und Tricksereien auch noch zu denken. Das kann man, also die Projektförderungspflicht des Landes soll also auch sich auf Lügen und Täuschen und Tricksen erstrecken. Die Bahn darf immer eine Klage prüfen, aber ob sie die Klage auch einlegt, ist eine andere Frage. Es wäre mir doch sehr recht, wenn sie die Klage. Ja, die Klage aber eingenommen wird. Ja, das wäre ausgesprochen interessant. Aber man sieht, im Grunde, der Abstimmungskampf hat bereits angefangen. All das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, von wegen, bei Hörmann und Hörmann, also bei unserem Verkehrsminister und unserem Parkschützer, würde man sagen, das war ein Versehen. Aber dieses durchsickern lassen, ja, der Stresstest sei schon bestanden, oder von der Gegenseite durchsickern lassen, die Bahn hat Zahlen verschwiegen, das ist bereits, ja, zumindest der Kampf um die Meinung. Ja, und das wird noch ein bisschen schärfer laufen, wenn es zur Volksabstimmung kommt. Umso wichtiger ist es dann, sachlich zu bleiben und immer die Argumente auszutauschen und zu sagen, welche Argumente habt ihr, welche habt ihr. Und dann mal sehen, wer tatsächlich die Mehrheit gewinnt. Ja, das Spiel ist ja noch verhältnismäßig offen. Ja, es gibt eine Welt außerhalb von Stuttgart. Ja, wir kriegen nur 20.000 Stimmen in Biberach, also in Ravensburg zum Beispiel. Ja, Biberach ist gar nicht so schwer, die hat er auf die Elektrifizierung. Ja, okay, richtig, da war ich schon auf dem Marktplatz und habe den geschmeckt. Das wäre beispielsweise so die Sache. Ja, da muss man also die kleinere erleichtern. Das Aktionsbündnis ist ja auch nicht klein. Ja. Ja, das sind unter den Nichtregierungsorganisationen teilweise Riesen. Ja. Ja, die haben in den größeren Städten alle ihre Aktiven, ja, die auch an Wochenenden mit Sicherheit am Samstag in der Einkaufszeit noch in der Einkaufszone stehen und die Leute informieren und denen was in die Hand drücken. Ja. Also es gibt nicht nur von den Stuttgart 21 Befürwortern diesen Pavillon, der durch die Lande tingelt, sondern es gibt in so ziemlich jedem Ort zumindest ein Häuflein von Menschen, das bereit ist, sich einzubringen. Ja, und das ist von all den Stuttgart 21 Gegnern, die es landesweit gibt, sind das ja auch nur ein paar. Aber da sieht man den Unterschied, den ich gemeint habe. Die einen kommen mit dem Tapeziertisch und die anderen mit dem Monster-Lastwagen. Ja, aber Monster-Lastwagen ersetzt keine Argumente. Sicher, ja. Aber ja, da wollte ich vorhin noch einhaken mit den Argumenten. Natürlich, Leute wie uns, die kann man mit Argumenten überzeugen. Und wer von uns hier seine Meinung ändert, tut es wegen Argumenten und nicht, weil er geschmiert wird oder weil jemand irgendwie gut rüberkommt. Ja. Oder weil er sich Vorteile davon erhofft. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier durch die eigene Erfahrung, durch eigene Perspektive, die Sicht aufs Ganze, dass die sich nicht verzerrt. Natürlich, wenn wir mit Leuten oder wenn wir Leuten begegnen, so wie er vorhin gesagt hat, in Biberach sind die Leute leicht zu überzeugen oder so, das sind halt die zu dem Stand kommen. Und die anderen, die gehen vorbei. Und da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht in der Gewissheit, wir haben die besseren Argumente, also werden wir siegen, da sich zu sehr in Sicherheit wiegt. Ja, ich bin da neutral. Wer die besseren Argumente hat, das sei dahingestellt. Aber auch wenn die Stuttgart 21 Befürworter auf mehr Demokratie zukommen würden und um Beratung bitten würden, würden wir die beraten. Ja, weil es halt darum geht, das Spiel offen zu halten. Ja, und jeder soll die Chance haben und sich
dieselbe Beratung holen können und so weiter und so fort. Und ich würde dann dem raten, lass mal diesen Protz sein, diesen eigenen LKW, den Pavillon, die Flash-Animation, ja, die PR-Aktion. Und konzentriert euch einfach auf Diskussion. Ja. Ja, das ist schon, ja, und Rat könnten die ja gar nicht annehmen, weil sie keine eigene Position haben. Ja, ja, wenn sie das dann nicht tun, umso besser für die Gegner. Ja. Die Frage nach der Auseinandersetzung auf Augenhöhe, wie man jetzt so schön zurzeit immer sagt, hat ja wirklich ganz stark auch mit der Finanzierung zu tun. Da würde mich jetzt der Blick in andere Länder interessieren. Gibt es da irgendwas gesetzlich Basiertes, dass dann so eine Kampagne aus Steuermitteln, also angenommen hier die Stuttgart 21 Gegner, hätten einen gesetzlichen Anspruch auf Kampagnengeld. Gibt es das in irgendwelchen anderen Ländern, jetzt nicht bundesdeutschen Ländern, sondern anderen Ländern, sei es USA, skandinavische Länder oder Ungarn, das sehr früh einiges gemacht hat, jemals was davon gehört? Ich glaube nicht. Weil wir haben das selbst mal vorgeschlagen. Ah, ja. Bei mir schwebt es natürlich schon vor, dass das, was für die Parteien gilt in der Vorwahlzeit, dass die ein Anrecht haben auf Sendezeit in öffentlich-rechtlichen, dass sie plakatieren können und so weiter, das muss natürlich für sowas auch möglich sein. Das war das, was ich meinte. Ja, das könnte man durchaus so einrichten. Das muss dann fair geregelt werden. Und dann braucht keine Verfassungsänderung dazu. Ja, gibt es dann in der Schweiz gewisse Strukturen dazu, in dieser Objektivität der Information der Bürger vor Volksentscheiden? Ja, aber ich weiß nicht, wie die Finanzierung da geregelt ist. Ja, ich meine, das Abstimmungsheft beispielsweise, das ist öffentlich finanziert. Ja, aber ich weiß nicht, ob die... Informationen vorher, oder ist das das Abstimmungsheft? Die Informationen vorher, ist das das Abstimmungsheft? Ja. Ja. Das ist also es gibt so ein Heft, das wird einige Tage vor der Abstimmung an die Haushalte geschickt. Die Schweizer stimmen ja immer ungefähr quartalsweise mehrere Volksentscheide auf einmal ab. Und die kriegen dann mehrere solche Abstimmungshefte und können sich da erstmal informieren über die Position von Befürworter und Gegner. Ja, das ist eine Sache. Fernsehwerbung beispielsweise... in öffentlich-rechtlichen Medien gibt es nicht, glaube ich nicht. Und in der Schweiz hat sich das ja auch so eingespielt im Laufe der Jahrzehnte, dass auch niemand die direkte Demokratie in Frage stellt. Und insofern können sich die Schweizer aufgrund ihrer Erfahrung natürlich auch trotzdem ein Bild machen, auch wenn vielleicht die Berichterstattung oder die Medienkampagnen einseitig sind, weil vielleicht die eine Seite mehr Geld hat. Ja, aber das sind halt solche Sachen, die bleiben ja auch den unabhängigen Medien nicht verborgen. Und es ist auch gar nicht so, würde ich sagen, dass die Stuttgart 21 Gegner so eine schlechte Presse hätten. Ja, also es gibt auch sehr einflussreiche Zeitungen und Magazine, die durchaus kritisch berichten. Aber ja. Also der normale Radiohörer und der SWR ist eine Katastrophe. Ja. Und es ist der örtlich zuständige Sender und sämtliche Berichterstattung auch im Ersten kommt vom SWR. Da schickt niemand von anderen Sendern mal jemand hierher. Und am 27.06. glaube ich, kann ich jedem empfehlen, der Internet hat, sich die Tagesthemen von dem Tag nochmal anzuschauen. Da ist erst ein einigermaßen neutraler Bericht, auch vom SWR-Reporter. Und also das war eine Woche nach dem Ausschreitung, sage ich mal, an der Montagsdemo. Und dann ein total einseitiger Bericht von der Jim Rieger vom SWR, die praktisch das so darstellt, als wären die Leute, die jetzt hier demonstrieren, schlechte Verlierer und könnten sich nicht damit abfinden, dass das jetzt kommt. Naja, man muss unterscheiden zwischen Bericht und Kommentar. Das war ein Kommentar. Ja. Naja.
Es gibt auch Berichte, die sehr schlecht gemacht sind. Nach der letzten Großdemo Samstag, da war also ARD, erstes Programm, das war absolute negative Berichterstattung. Ja. Wobei, du musst sagen, das dritte Programm positiv und dann 1945 Berichterstattung hat, aber ARD, Tagesschau ist eben bundesweit und das war also richtig, richtig tendenziell. Ja klar, das war richtig tendenziell. Also das, da kam parallel dazu, heute relativ neutral. Und dann, aber sowas lässt sich ja nicht steuern. Das ja. Ist, aber die sind zum Teil selber über Parteiproport sitzen, die da drin. Das sitzen die alle. Ja, aber beispielsweise von den bisher verheimlichten Kosten von Stuttgart 21, die die Bahn angeblich in ihrer geheimen Buchführung mitgeschrieben hat, von der hätten wir ja auch nicht erfahren ohne die Medien. Das ist richtig. Ja, oder vom Herunterrechnen der Kosten. Ja, oder von der Tatsache, dass auf einmal doppelt so, mehr als ja, doppelt so viel Wasser abgepumpt werden muss. Stellen, klar. Ja. Klar. Also wenn die schon, wenn die sachlich berichten, ja, und das ist halt das Wichtige, sachlich bleiben. Kraft der Argumente haben, dann das sieht das, würde ich sagen, für die Stuttgart 21 Gegner doch ganz gut aus. Also das mit der Sachlichkeit, das ist natürlich, das kann ich hier auch nur empfehlen, das gegenüber Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten von den Aktionsbündnissen her walten lassen. Weil es gibt da durchaus Berichterstatter, es gibt da Redakteure und Journalisten bei beiden örtlichen Tageszeitungen, die gegen Stuttgart 21 sind und eine recht gute Berichterstattung machen. Und wenn wir die Zeitungen als ganz allgemein anschießen, dann werden die laufend schwächer in die Redaktionskonferenzen. Dann führt es dazu, bitte? Die kriegen der Maße. Ja, klar. Aber die müssen wir aufbauen als Gegner, als Stuttgart 21 Gegner, ist das auch unsere Aufgabe, die aufzubauen in ihrem Umfeld. Das können wir machen durch Leserbriefe, das können wir machen, indem man denen Informationen zur Verfügung stellt, indem man die aufmerksam macht auf ganz bestimmte Veranstaltungen. Also wir können da schon einiges steuern, das ist nicht immer nur eine Geldfrage, sondern das ist eine direkte Kleinarbeit mit den Medien auf positive Art. Ja, und das sind die Namen nennen? Ja, hier der Braun zum Beispiel oder der Schulz-Braunschmidt und so, das sind Leute, die verwenden wir auch bei der Stadtwerke, bei Stadtwerke-Kampagnen und so, aber die können sich in der Regel nicht gegen die Schaufmacher durchsetzen, wenn die keine richtigen Argumente kriegen. Die brauchen gute Dokumente, die brauchen gute Informationen, die müssen gut dokumentiert sein, damit die das auf den Schreibtisch legen können in der Redaktionskonferenz und sagen können, okay, das ist jetzt ein Thema, da sind wir unterstützt von diesen Gegnern, das können wir mal durchziehen. Ja, aber außerhalb Stuttgart beispielsweise bedeutende überregionale Zeitungen, von der Rundschau beispielsweise, die sind schon etwas objektiver und nicht so... Ja, aber die Taz ist relativ... Ja. Relativ. Ja. Aber davon soll man sich auch nicht zu viel versprechen, denn wie viele lesen? Die Menschen wählen sich halt und deshalb ist auch diese Furcht der Medienmanipulation durch Zeitungen und so weiter nach meiner Ansicht übertrieben. Die Menschen wählen sich die Zeitung nach ihrem Weltbild aus, nicht umgekehrt. Ja. Ein Linker liest keine FAZ und ein Rechter keine Taz, zumindest nicht im Abo. Ja. Ja gut, aber was hat man denn hier, wenn man in der Region wohnt für eine Wahl? Ich kann doch, ich kriege doch gar keine Zeitung, die gegen Stuttgart 21 ist. Jetzt kommt jetzt dieses neue 21, kommt morgen, glaube ich, gibt es eine große Feier oder so und das fängt morgen an, gibt es in Zukunft einmal im Monat, dann gibt es den Kontext, gibt es auch bloß einmal in der Woche und beschäftigt sich auch mit anderen Themen. Aber jetzt hier mein lokales Käseblättle, da kann ich nicht sagen, ich möchte ein anderes, weil es gibt nur eins. Und die nehmen den Mantelteil von den Stuttgarter Nachrichten und da habe ich keine Wahl. Ich kann sagen, ich nenne es oder ich nenne es nicht. Ja. Ist es halt. Ich habe die Südwestpräsidentin, es gibt die V2-Zeichen, da gibt es keine Alternative in der Region. Ja. Ja. Dann vielleicht noch zur BNN ausweichen, die hat wenig. Es gibt Regierungs, das ist ein Schwarzwälder oder irgendwas, Schwäbisch, das null, ja, alle eindeutig. Aber das sind auch Sachen, die man alles aufgreifen kann, wenn man da Aktive hat in der Region und die parteiliche Berichterstattung aufgreift und
ein Flugblatt dazu macht. So sehen Sie das, aber so sehen wir das. Das sind unsere Argumente. Martin und dann, wie war der Name? Lorenz? Ja. Also zur Tagesschau, ich hatte das, als diese E10-Debatte losging, dass das E10 eingeführt wurde, und da war am ersten Abend in der Tagesschau auch irgendwie total auf Benzinkonzerne ausgerichtet, dass es jetzt eine Katastrophe ist, dass die Bürger keine E10 tanken würden, und wirklich total in Richtung Kommerz ausgerichtet. Habe ich mich auch beschwert, habe gemeint, hier, guckt doch mal eure eigenen Reportagen, wie das hergestellt ist, das Biodiesel, Biosprit. Und dann kam zwei Tage später eine Antwort, ja, es tut uns leid, aus Kostengründen müssen wir den von den Lokalredaktionen übernehmen. Wir können ihn nicht gleich überprüfen, aber es kam schon recht mit ihrer Argumentation. Und zwei Tage später kam dann ein relativ neutraler Bericht. Weitere zwei Tage später war dann wirklich eine kritische Auseinandersetzung in der Tagesschau mit dem Thema E10. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige war, der sich beschwert hat, es waren gerade noch viel mehr, weil man hat schon als Zuschauer seine Möglichkeiten. Das hat ihn belegt. Also viele und die anderen, die da irgendeinen Impuls gegeben haben, haben praktisch diese Redaktionen belegt. Ja, man muss ja auch sehen, die Zeitungen kriegen zwar einen Großteil ihres Geldes durch die Werbeeinnahmen, aber die Werbeeinnahmen berechnen sich nach der Anzahl der Abonnenten. Und wenn die Abonnenten verlieren wegen zu parteilicher Berichterstattung, und ich glaube gerade in Stuttgart ist es hier der Fall gewesen, dass sie viele Abonnenten verloren haben, dann geht das denen richtig ins Geld. Lorenz? Etwa eine Alternative in der Stuttgarter Zeitung. Ich sage nicht, wie die Person heißt, die 4S21 ist. Da war ein Bild auf der dritten Seite. Und weiter unten war nochmal ein Bild, war der Herrmann abgebildet, ne? Also der Herrmann vom Aktionsbündnis. Ne? Mhm. Aber der Herrmann ist ja ganz schnell weggekommen. Ich habe nichts dagegen, wenn er seine S21 befürwortet, dann kann er auch was vielleicht Positives über den Herrmann vielleicht berichten. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch das Problem in der Bewegung. Man stürzt sich auf Matthias von Herrmann und stellt die Parkschütze als die Extremsten hin. Aber die anderen, wie Frau Dahlwender beispielsweise, ja, die spielen dann eine untergeordnete Rolle. Journalist sollte doch neutral sein, Journalist sollte eigenobjektiv sein, der eigene Interesse anstellen. Er soll sich um Neutralität bemühen. Ja. Bring mich zu der Frage, das, was Sie vorgetragen haben und das, was Ihr Anliegen ist und was auch unser Anliegen ist, das muss ja weitergetragen werden. Und da brauchen wir in irgendeiner Form Veranstaltungen, die deutlich besser besucht sind, damit das Thema weiter rausgetragen werden kann. Ja. Gerade jetzt in der Zeit, in der für uns ein aktueller Fall absehbar ist. Ja. Das stelle ich jetzt einfach mal die Frage an die wenigen, die da sind, wie schaffen wir das, dass da hier... Wir müssen vor allem die unglaublich Leute, die ansprechen, die nicht ohnehin schon unserer Meinung sind, denn die brauchen wir nicht. Ja, wir müssen da andere ansprechen, ja klar. Die unentschlossen sind. Ja, ja genau, es geht um die, die noch unentschlossen sind. Das hat er erkannt, denn die Leute, die schon... Also hier wird ja die ganze Zeit, also in der ganzen S21-Strategie war ja immer das, dass man Prominente geholt hat und Prominente auf die Bühne gezogen hat und Prominente an die, zur Sitzblockade und so weiter und so fort. Jetzt ist aber das bei diesem Thema das Problem, dass es sehr wenig Prominente gibt, die sich in dieses Thema direkte Demokratie eingearbeitet haben. Ja? Und wahrscheinlich müsste man auch diese Strategie fahren mit den Prominenten, aber was sagst du dazu, Nico? Prominente Stuttgart 21 Gegner, nein, oder? Direkte Demokratiebefürworter, die sich auf dieses Thema einlassen und dieses Thema attraktiv machen und Menschen dazu bewegen, sich mit dem Thema zu befassen, Abstimmung, ja, mit dem Abstimmungsthema zu befassen.
Ja, da gibt, Prominente gibt es schon einige. Ja, man muss sie nur mehr zur Wirkung bringen. Hans Herbert von Arnim beispielsweise dürften einige kennen. Hans Herbert von Arnim. Ja, ohne den ich vielleicht gar nicht bei mehr Demokratie wäre. Der ist bei uns im Kuratorium. Oder ja, Walter Sittler ist auch. Ja, der ehemalige Bundespräsident Köhler. Echt? Der ist zum Beispiel noch ein Kandidat. Ja. Ja. Es ist Roman, wie der Kummer sind, der Bürgerbrief. Ja. Aber mit dem Bürgerbrief, da können wir doch auch mal so ein Thema, nämlich ein Bürgerbrief von dir erinnern. Ja, er hat auch schon Veranstaltungen gemacht, bei sich im Theater zu direkter Demokratie. Und, ja, wenn man Künstler kriegen könnte, die bisher politisch nicht in Erscheinung getreten sind, dann ist das besonders wirkungsvoll, weil wenn die ja also sozusagen diese Enthaltsamkeit geübt haben und jetzt sich zum bestimmten Thema aus dem Fenster lehnen, was ja auch nicht ohne Risiko ist, dann muss das besonders wichtig sein und dann haben die Leute genau hin. Ja, ich habe auch eine Liste mit Leuten, die sind prominente Wahlverweigerer, vielleicht kann man die auch noch überzeugen. Ah, ja. Ich glaube, ja, der Autor des Buches, der Crash kommt, Max Otte, glaube ich, heißt er, hat mal in BR Alpha in so einer Talkrunde gesagt, ich gehe nicht wählen. Oder der Schauspieler, wie heißt der, Wotan Wilke Möhring, auch nicht Wähler. Also all die Leute, die sich außen vor halten und vielleicht für direkte Demokratie zu gewinnen, wären. Ja, wir haben einige Prominente im Kuratorium, auch ehemalige Verfassungsrichter. Ja, und wir zitieren außerdem ganz gerne Prominente, die sich mal für direkte Demokratie ausgesprochen haben. Es gibt schon einige. Ja, auch in der Politik, Sigmar Gabriel beispielsweise. Hefner. Ja, Gerhard Hefner, aber der ist sowieso beschäftigt. Sehr beschäftigt, aber auch gelegentlich hier im Land. Ja, und ich mal dein Zug wäre, also wenn ich jetzt das Argument, was sie gerade gebracht hat, wenn ich das weiterspinne, wir bräuchten da Zugpferde, die als solche tatsächlich auch wirken hier in den Räumen, um die es geht. Friedrichter Weinberg, da muss ich sagen, kenne ich keine Künstler. Aber ich glaube, tatsächlich haben wir auch schon Gedanken darüber gemacht, dass diese nüchternen Kampagnen, die wir jetzt gewohnt sind, dass wir noch eine andere Kampagne brauchen. Ich habe grauenhafte Erlebnisse in Schwarzwald jetzt am Wochenende wieder gehabt mit zufälligen Spaziergängern zu Stuttgart 21 und zu dem Thema Mehr Demokratie. Und da habe ich gedacht, eigentlich muss es, Musical ist schon wieder falsch für die Gattung, aber es müsste so eine Art Schwank sein, der durch das Land tourt, mit wichtigen Gesichtern, bekannten Gesichtern. Super. Und dann von Ort zu Ort und im Internet zugänglich. Also ich glaube nicht die nüchterne Kampagne alleine, dass die uns zu einem Ziel führt. Aber gut. Welchen Einfluss hat ein pensionierter Verfassungsrichter? Der hat weniger Einfluss. Ja. Aber wenn ich jetzt da hier kann ich so zum Beispiel Schulteis als Vorschlag, der hat erheblich mehr Einfluss als wie so ein Dreisatz und das ist so ein Verfassungsrichter. Richtig. Ja. Die müssen dann begleitet werden durch die Argumente, die müssen flankiert werden, das gehört da entsprechend vorbereitet, aber da glaube ich so, dass das Stichwort war, was Sie gesagt haben, ein Schwank, der durchs Land zieht. Es geht uns um die, die da noch völlig unbeliebt sind oder keine Meinung dazu haben oder vielleicht eher dagegen sind oder skeptisch und die das glauben, was die CDU in Jahrzehnten lang erzählt hat. Aber dann sind wir wieder beim Geld. Wir bräuchten es uns so. Ja. Lorenz? Ist es vielleicht, wenn man zum Beispiel bei der Konzertveranstaltung S21 überall im Theater mal da konnte man wegkommen, dann hat es wartet gleich eine Werbungsfeinmeldung, weil man da in der Regierung was sagt. Als Minister hat der das veranstaltet, gesagt, er will eine Art Meinungsbild machen, ob man für das Projekt hier gegen. Ja. Aber das ist ja schon. Henning Zierow. Henning Zierow. Ja, gestern. Und was haben Sie denn davon? Naja, es wird kein überraschendes Ergebnis dabei herauskommen.
Und die backen ja ständig im eigenen Sud. Und irgendwann haben die mal reagiert und dann ein großes Bündnis mit sich selbst gegründet. Ja, CDU dabei, SPD, also alle Bürgerschaftsparteien waren da dabei. Ja, alle Parteien in der Bürgerschaft, die FDP war auf Seiten der Initiatoren, die waren damals nicht in der Bürgerschaft. Gut, die waren da drin. Gewerkschaften, Elternverbände, Lehrerverbände, aber man muss auch irgendwann mal rausgehen und mit den Leuten reden. All die, die in diesem Bündnis waren, die waren sowieso dafür. Ja, klar. Also das Problem in Hamburg war, dass die Leute, die von der längeren gemeinsamen Grundschule profitiert hätten, die unteren Bildungsschichten, dass die irgendwie gar nicht begriffen haben, um was es geht. Und die hätte man ansprechen müssen. Und da war die Wahlbeteiligung entsprechend sehr gering. Ja, und haben also zum Teil, also zum großen Teil haben sie dann auch gegen ihre eigenen Interessen gestimmt. Also kam das Ergebnis zustande, was natürlich der direkten Demokratie auch schadet, weil die Leute sagen können, na, da sieht man doch, was rauskommt, wenn die Bürger selbst abstimmen können. Ja, aber gut, Konservativen hat das, der Landesverband Hamburg war ganz überrascht. Diejenigen, die sonst immer für direkte Demokratie waren, die nahmen auf einmal Abstand. Und dafür kamen immer mehr Konservative und meinten, was ist doch für eine tolle Idee, das wäre die direkte Demokratie. Und da setze ich jetzt auf einmal, ich habe ja bereits gesagt, es gibt tendenziell den Hand dazu, eher konservativ zu entscheiden. Und auch eine Stimme gegen Stuttgart 21 wäre ja im Grunde konservativ. Man möchte erhalten den bestehenden Kopfbahnhof. Ja. Und das hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ja, es denken sehr viele, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall laut Umfragen die Mehrheit auf unserer Seite und mit unseren innovativen Ideen und die besseren Argumente haben wir sowieso, gewinnen wir auf jeden Fall. Deshalb sind wir für direkte Demokratien. Das muss nicht so kommen. Würde ich nie jemandem versprechen. Ja. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Namen gehört, Künstler, Ex-Politiker und so weiter. Ich denke jetzt gerade Kirche, weil ich gerade diese Erfahrung am Wochenende im Schwarzwald gemacht habe mit diversen Personen. Gibt es irgendwelche Kirchenleute, die man da ins Feld bringen könnte? Irgendwelche Namen schon mal gehört? Weil, also das wäre doch traumhaft, ein Hirtenbrief. Von der Kanzel geht dahin, da gibt's ja ein paar Leute, die da und macht euer Kreuz. Da muss ich mal gucken, das wäre mir neu. Ja gut, ich schreibe es mal. Moment. Die Kirchen haben sich dermaßen zurückgehalten und die einzige Pfarrerin da, Uschel Müller-Enzien, da gibt es auch Pfarrer noch gegen Stuttgart 21, aber das ist halt die untere Ebene. Und ich habe damals, als diese Baumfeldaktion im Schlosspark war, habe ich einen Leserbrief geschrieben, da stand drin, ja, also wann äußern sich endlich mal die Kirchen auch zum Erhalt der Schöpfung und die müssen jetzt aus ihrer neutralen Rolle raus und müssen endlich da mal Partei ergreifen. Aber natürlich, wer liest es schon? Bischöfin Jepsen, glaube ich. Jepsen, okay. Nordelbe. Ist schon im Ruhestand. Und die Frau Kästner ist doch wieder da. Fröstlich. Ja. Also ich muss sagen, in der Form, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben, ja, dass dann von der Kanzel runter einer sagen soll, autoritär, also ihr müsst alle da hingehen und da euer Kreuz machen, also da bin ich absolut dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das entspricht nicht dem modernen Menschen, der wirklich aus Einsicht und Vernunft sich selber ein Urteil bildet zu einer Sache und aus eigenem Gewissen heraus eine Entscheidung trifft. Wenn die Kirche sich in dieses Thema tatsächlich mit einsteigt, dann kann sie das meines Erachtens nur über diesen Gedanken, über diesen Gemeinwillengedanken, der ja ursprünglich auch der Demokratie mal zugrunde lag vor 200 Jahren, ja, also wie kann eine Menschengemeinschaft herausfinden, was sie als Gemeinschaft will? Ja, und wie kann sie als Gemeinschaft herausfinden, was gut ist oder was weniger gut ist? Und entscheidend ist ja wirklich dieser Prozess der Diskussion und des Gespräches,
den er ja auch vorhin gesagt hat, als Sie geben den Rat, wenn dann Leute kommen, Beratung wollen für ihre Initiative und ihre Kampagne, lasst eure großen Laster weg, lasst eure Bildschirme weg, begebt euch in das Gespräch, in das direkte Gespräch von Mensch zu Mensch. Und das hat ja offensichtlich in Hamburg bei dem Beispiel, was er gebracht hat, ja auch wieder gefehlt. Genau die Menschen, die das Schulkonzept betroffen hätte, die einfachen Bildungsschichten, die waren nicht im direkten Gespräch angesprochen. Genau bei denen hat keine Bewusstseinsentwicklung stattgefunden. Und ich sehe darin, also für mich als Kunsttherapeutin liegt darin, dass die Hauptqualität der direkten Demokratie überhaupt. Also ich könnte nie so ein Referat halten wie er, ich hätte das ganze Wissen nicht zur Verfügung, ich könnte so nicht argumentieren, aber an allem, was er dargestellt hat, hat sich für mich genau wieder das dokumentiert, was ich gerade eben gesagt habe. Wobei, man kann als Pastor natürlich dafür eintreten, da es eine Volksabstimmung geht dahin, ohne zu sagen, wie sie abstimmen sollen. Ja. Denn es ist gesellschaftlicher Konsens, dass wir eine demokratische Gesellschaft sind und Demokratie, und es in der Demokratie üblich ist, sich zu beteiligen. Demokratie liegt vom Mitmachen. Ja. Da wird er nicht sein Neutralitätsgebot verletzen, wenn er sagt, nimmt ja jetzt teil, geht ja jetzt hin. Das ist auch richtig. Wir würden das auch klar sehen, dass es gibt zwei Schienen, auf denen gearbeitet werden muss. Das eine ist die ganz allgemeine Mobilisierung, weil ja die grundsätzlichen Zahlen mal erreicht werden müssen. Ganz egal, wie so ein Quorum jetzt noch eventuell veränderbar ist oder sonst irgendwie, aber da wird ja praktisch eine Mindestmobilisierung verlangt, mal ganz unabhängig von der Meinungsbildung, ganz unabhängig vom Ausgang. Und dann darauf aufgesattelt, auf eine hohe Mobilisierung, dann die Meinungsbildung auch noch leisten. Und da kommt dann diese Mikrokommunikationsarbeit, die Sie ansprechen. Mhm. Möglichst viele Einzelne möglichst gut informieren, inwieweit sie da betroffen sind. Und das ist natürlich das Schwierige. Ja, mhm. Es gibt auch so bestimmte rhetorische Kniffe, die man vor allem anwenden kann, wenn man sich mit mehreren unterhält. Wenn jemand ein Argument vorbringt, von dem man sich hundertprozentig sicher ist, dass er Unrecht damit hat, ja, dann geht man zu ihm hin und sagt, wenn du das beweisen kannst, was du gerade gesagt hast, kriegst du von mir 100 Euro. Sollte dir das nicht gelingen, kriege ich 100 von dir. Hand drauf. Und wenn das vor 20 Leuten geschieht und er nimmt nicht sofort die Hand und fängt an zu zweifeln, ja, dann ist das schon ein ziemlich deutliches Zeichen. Ja. Gibt es Schulen und solche Spitzen? Vor allem Gegenfinanzierung für die Runderverfahren. Das finde ich schon mal einen guten Tipp. Und wenn ich der Demokratie einfach mal eine Handreichung geben würde, muss ja gar keine Präsenzschulung sein, einfach mehrseitiges Merkblatt, wo solche Tricks dann draufstehen. Das ist schon mal hilfreich für die Mikrokommunikation, die Sie genannt haben. Ja, also wir geben generell nur Tipps, die Bürgerbeteiligung treffen. Das war jetzt was Privates. von rhetorisch geschulten Leuten. Genau, um das geht es jetzt bei meiner Frage. Ja. Also trotzdem, wenn man die großen gesellschaftlichen Gruppen nochmal anschaut, dann erzähle ich wirklich die beiden Kirchen dazu. Ja. Dann fehlt, ich glaube, das hattest du gesagt. Mehr Volksentscheide gleichzeitig, mehr Themen gleichzeitig. Das sollte man vielleicht doch nochmal überlegen. Du hattest ja gesagt, ferner Zukunft bei den nächsten Bundestagswahlen, aber je länger ich hier das alles auf mich wirken lasse, was ihr alle gesagt habt, glaube ich, muss man wirklich noch ein, zwei wesentliche Themen dazu bringen, nämlich die Volksentscheids- und Volksinitiativgesetzgebung an sich. Dass man dann auch die Pfarrersehe dazu bringt und sagt, hier geht es jetzt wirklich um die Gemeinschaft, um das Grundsätzliche, ihr sollt in eure Rechte gesetzt werden, jetzt zum allerersten Mal. Also wirklich nicht nur das Stuttgart 21, so habe ich das vorher auch nicht verstanden haben wollen. Ja. Ganz sicher nicht, sondern wirklich die Basis. Ja. Die Basis. Und das nehme ich jetzt mit, dass es eigentlich mehr Kampagnen sein sollten, mehr Themen, dass mehr Leute interessiert sind dafür und dann
von mir aus auch für Stuttgart oder gegen Stuttgart 21 bereit sind, ihr Kreuzchen zu machen. Ja, aber ich würde beispielsweise mal sehen, wo man Kirchenleute einbinden kann, mit welcher Argumentation, wo beispielsweise ist durch Stuttgart 21, wenn überhaupt, Kircheneigentum gefährdet. Ja, genau. Oder Denkmal geschützt ist. Genau. Oder der Gedanke, wie viele Kindergärtnerinnen beispielsweise könnte man einstellen, wenn man Geld durch Stuttgart 21 sparen würde, wenn man es nicht macht. Und all solche Sachen, was muss man einfach gegenüberstellen? Einfach mal die Baukosten für Stuttgart 21 umrechnen in Lehrer und Kindergärtnerinnen. Ja. Also jedenfalls mit den Kirchen, da ist ja ein grundsätzlicher Zielkonflikt. Sie geht aus von einem mündigen Bürger, der seine Entscheidung selber trifft und sich von niemandem was sagen lässt und sich unter keinen Umständen das Denken von jemand anderem abnehmen lassen wird. Und was sind das für Leute, die in die Kirche gehen? Das sind genau die, die sich das Denken von jemand anderem abnehmen lassen. Und, naja, auch nicht alle. Also, ich glaube, ja, so nicht teilweise. Also bis zum gewissen Grad, Glauben heißt ja eben nicht, hat unser Mathematiklehrer immer gesagt, Glauben heißt nicht Wissen. Und wenn ich in die Kirche gehe und mir das anhöre, was der Pfarrer sagt, dann muss ich das glauben, was er sagt, weil überprüfen kann ich es nicht. Also Religion heißt ja auch, sei das Opium des Volkes, weil es berauscht und das eigene Denken eben eindämmt. Aber man braucht das, ja, ist ja eindeutig. Ich meine, der moderne religiöse Mensch ist ein anderer als der vor 100 Jahren. Ja. Und Martin Luther war ein Revolutionär, also das ist einfach zu... Und ich habe so viele Kirchenleute jetzt getroffen in unserem Widerstand gegen das Projekt, dass mein Bild von der Kirche sich sogar ein Stück weit gewandelt hat, muss ich ehrlich sagen. Dann hat es auch keinen Sinn, wenn ein Pfarrer vorne steht und was sagt. Also wenn die mündigen, selbstdenkenden Menschen in die Kirche gehen, dann lassen die sich von den Pfarrern nichts sagen. Ja, aber wenn du mit... In der Kirche werden Themen behandelt. Ja, wenn du mit Vorurteilen den Menschen gegenübertrittst, umso schwerer wird es dir fallen, sie zu überzeugen. Und du darfst ja keine Gruppe aufgeben. Ja, es geht ja wirklich um Massen, die sich an der Abstimmung beteiligen könnten. Ja. Und wenn ich was gelernt habe durch das ständige Unterschriften sammeln, was ich mache, nicht in Klischees denken. Die Kopftuchträgerin, die auf mich zukommt, ja, kann vielleicht sogar besser Deutsch, richtig, als der alte Mann, bei dem sich herausstellt, dass er ein Dialekt spricht, den ich gar nicht verstehe. Ja gut, ich habe schon den Kopftuchträgerin in dem Bürgerchor singen gehört oder gesehen. Ja. Ich wollte noch zwei Schwenke aus der Vergangenheit erzählen. Bundestagswahlkampf 1976, da hat die CDU Wahlkampf gemacht mit Staatsverschuldung. Wie hoch die Staatsverschuldung noch sei, gegen die regierende sozialliberale Koalition. Und die Kirchen haben dann in einem Hirtenbrief zur Bundestagswahl 1976 genau diese Staatsverschuldung zum Thema gemacht. Mhm. Und meine Tante hat erzählt, dass sie in der Kirche war an einem Wahlsonntag und der Pfarrer hatte also aufgefordert, ja, heute ist Wahl, geht wählen, soweit in Ordnung. Und im zweiten Satz sagte, die Frage kommt natürlich nur eine christliche Partei. Mhm. Kein Großwaden war das lang so. Ja. Aber diese Themen können das konkret auch in den Schulen behandeln, also langfristig gesehen. Ja, ich finde es schade, gestern, wo wir am Schlossplatz angekommen sind, nach der Demo, da war dann noch ein kulturelles Programm von der Gruppe Lokomotive und gegenüber war es eine junge Gruppe von vielen Leuten, das waren S21 Leute, ne? Aber mit denen hätte man ganz anders sprechen können. Man wird ja auch über so ein Thema mal aufgeklärt. Die haben sich angenehm geäußert, dass es auch K21 Leute gibt, mit denen man normal reden kann und die einen nicht sofort verteufeln, nur weil man jetzt diesen Button S21 hat. Ne? Mhm. Ja, also. Und dann würde ich sagen, ja, was kann jetzt diese Gruppe, diese Musikgruppe da groß bewirken? Ne? Mhm. Aber zumindest haben schon einen Anreiz gehabt, dass sie drüber diskutieren wollen. Ja, ja, und Prominente aus Musikgruppen beispielsweise. Mhm. Das wären
Leute, die doch mehr bewegen als pensionierte Verfassungsrichter. Wobei pensionierte Verfassungsrichter sind natürlich toll, aber die besprechen ohnehin schon diejenigen an. Das wollen die dir ansprechen. Ja. Ja, am besten fände ich quasi dann aber auch so einen Dialog auf der Bühne. Mhm. Warum soll da nicht ein pensionierter Verfassungsrichter und jemand von der Popgruppe und also gerade aus diesen verschiedenen Lebensbereichen, ja, warum sollen die nicht da zusammenkommen? Ja. Dann würden sich ja, hätte man ja diesen Querschnitt auch von der Gesellschaft und hätte einerseits dieses Expertenwissen und andererseits eben die Naivität oder wie soll ich das sagen, die einfachen Vorstellungen der einfacheren Menschen gleichermaßen repräsentiert. Mhm. Also sowas fände ich nicht schlecht. Ja, es gibt ja im Fernsehen gelegentlich ist mal im Fernsehen oder im Radio direkte Demokratie oder Bürgerbeteiligung allgemeiner Thema. Ja, aber das sind halt so die Rosinen. Die nehmen sich halt auch das Tagesaktuelle und dann Stuttgart 21 wurde halt im letzten Jahr häufiger Bürgerbeteiligung Thema. Ja, so wurde mehr Demokratie dann auch gelegentlich eingeladen und die Bundesvorstandssprecher, Bundesvorstandsmitglieder waren gelegentlich im Radio zu hören oder im Fernsehen zu sehen. Und das war ganz nett und das hat auch ein bisschen zusätzliche Anerkennung beschert. Ein prominentes Mitglied, das wir haben, das ist Sebastian Falkenberger. Ja, und der tritt aber. Der ist im Landesvorstand von Bayern, tritt aber meistens als Bürgerbewegter oder Mitglied der ÖDP auf. Ja, ja, der darf ja in Bayern in keine Kneipe mehr rein. Ja, so. Irgendwo wird er noch eine finden. Ja. Gerade jetzt, wo du das ansprichst, die Sendung. Kontrovers, glaube ich, war es in Deutschland, wo du angerufen hast. Ja? Ja. War eine reine Katastrophe. Da hatten die im Studio laute Gegner der direkten Demokratie. Am schlimmsten war dieser Staatsrechter Wiesensee, war es, glaube ich. Und da war der Nico sein Anruf, der einzige Lichtblick in der ganzen 1,5 Stunden langen Sendung. Und die haben praktisch sich sozusagen die Argumente gegenseitig irgendwie zugespielt. Und also die guten Argumente kamen eigentlich gar nicht. Ja, das ist auch so. Ich sitze ganz oft vor dem Fernseher oder am Radio. Also bei mir läuft beides über den PC. Und ich sitze ganz oft vor dem PC und höre mir das an oder sehe mir das an und sage mir, ja, jetzt muss es kommen. Jetzt. Nö. Jetzt das Argument. Nein. Nö. Und so geht es die ganze Zeit über. Aus meiner Sicht gibt es keine wirklich guten Argumente gegen direkte Demokratie. Ja? Und wie gesagt, all das an Argumenten dagegen habe ich schon gehört und schon oft dagegen argumentiert und widerlegt. Darf ich da mal so zwei Beispiele bringen und dass du mir dann Gegenargumente sagst? Ja. Also zum Beispiel, die repräsentative Demokratie hat sich in den Jahrzehnten in Deutschland bewährt und da sollte man nicht davon abgehen. Wenn in Umfragen mehr als 70% der Bundesbürger sagen, dass sie sich von der Politik nicht repräsentiert fühlen, kann man nicht sagen, dass die repräsentative Demokratie sich bewährt hat. Das ist weltfremd. Aus Sicht der Politiker schon. Und das Wahlrecht in der Schweiz, bevor die Frauen wählen durften, hat sich auch bewährt. Genau. Die Männer haben bis 1940 gute Arbeit in der Schweiz gelernt, denen ging es immer. Und jetzt kann ich auch. Wobei es damals auch. Mit direkter Demokratie hätte man niemals den Euro einführen können. Das Argument höre ich jetzt gar nicht mehr. Ja, drin hätten wir ihn eigentlich. Das ist eine hypothetische Frage, ob der Euro unbedingt von Vorteil war oder nicht. Das sollte man sich mal ausrechnen. Geht halt ja in den neunstelligen Bereich. Aus dem Tag der offenen Tür, Landtag letztes Jahr, hinübergerettet, um die Reihung hier fortzusetzen, von Landtagsbediensteten die Todesstrafe wird wieder eingeführt. Geht nicht.
Das würde sowohl dem Grundgesetz widersprechen. Einmal steht da drin, die Todesstrafe ist abgeschafft, ganz ausdrücklich, aber der Artikel ließe sich ja ändern. Aber dann ist festgestellt worden, eine Wiedereinführung der Todesstrafe würde dem ersten Artikel widersprechen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und im zweiten auch, ja. Du hast das Recht auf Leben und so weiter. Genau. Und dann gibt es ja immer noch übergeordnetes europäisches Recht, das ebenfalls die Todesstrafe verbietet. Und drittens, wer sagt denn, dass die Mehrheit für die Wiedereinführung der Todesstrafe? Genau, seit den 70er Jahren gibt es dafür in Umfragen keine Mehrheit mehr. Ja, das spricht doch für uns als Volk. Ja, und dann ist so das Argument, die direkte Demokratie in der Weimarer Republik hat auch Deutschland ins Unglück gestürzt. Ah. Ja, es gab in der Weimarer Republik drei Volksbegehren, glaube ich, und zwei Volksentscheide. Ich weiß nicht mehr genau, ich muss das mal nachschlagen. Peinlich für einen studierten Historiker. Aber jeder Historiker würde sagen, das ist nicht wissenschaftlich evident. Das kann man nicht sagen nach drei Volksbegehren. Ja, daraus lässt sich nicht der Schluss ziehen, mag die Weimarer Republik auch noch so kurz gedauert haben, dass drei Volksbegehren irgendwie die Weimarer Republik destabilisiert hätten. Ja, es ist eher so, und das ist auch wirklich nachgewiesen wissenschaftlich, dass das Parteiensystem die Weimarer Republik destabilisiert hat. Aber mit Sicherheit nicht die repräsentative Demokratie. Ich weiß ein Beispiel. Es gab, und es ging tatsächlich auch von den Nazis aus, ein Volksbegehren gegen die Reparationszahlungen an Frankreich, gegen diesen Young Plan, ja. Ja. Und die Alternative war aber sozusagen keine Reparationszahlungen zu leisten, war quasi einen neuen Krieg anzufangen. Und die Menschen haben sich damals für die Reparationszahlungen entschieden. Für den Krieg. Ja. Oder gegen eine derartige, also zu diesem Zeitpunkt noch, ja. Nachdem dann die Nazis natürlich die Macht ergriffen hatten und Hitler sich ja durch das Ermächtigungsgesetz, durch den Reichstag alle Vollmachten hat zuschreiben lassen, war dann halt klar, dass das Programm, dass die irgendwie Programme dann da durchziehen würden. Mhm. Und? Ja, also man kann das nicht sagen, dass die Weimarer Republik an den Volksentscheiden gescheitert wäre, oder die Volksentscheide die Situation destabilisiert hätten. Es war eher umgekehrt. Die Menschen waren noch gar nicht bewusstseinsmäßig und im Selbstverständnis in einer Demokratie angekommen. Also die Menschen waren noch nicht angekommen in der Demokratie. Die waren noch nicht reif dafür. Außerdem meine ich, bei Gerald Heffner gehört zu haben, dass damals ein 50%-Quorum bestanden hatte, dass immer die Gegenseite aufgerufen hat, geh nicht hin, dass eigentlich überhaupt nichts zur Entscheidung kam in diesen vermeintlich demokratiezerstörenden Volksentscheiden. Müsste ich aber nochmal genauer überprüfen. Ja, und bei dem Volksentscheid zur Fürstenenteignung, da ist das Quorum auch deshalb nicht erreicht worden, weil die elbischen Landjunker und andere Adlige halt sich im Dorf vor das Wahllokal gesetzt haben und geguckt haben, wer zur Abstimmung geht. Denn es ist klar, aber wer da zur Abstimmung geht bei einem solchen Quorum, der stimmt für die Fürstenenteignung. Ja. Und alle anderen enthalten sich der Stimme und bringen durch das Quorum halt die Sache zu Fall. Das war, glaube ich, ein Beteiligungsquorum, das ist, glaube ich, noch etwas anders. Da zählt die Gesamtbeteiligung. Und da kann man halt aufrufen zu einem Boykott, zu einem Abstimmungsboykott, was auch die demokratische Kultur schädigt, und so die Abstimmung zu Fall bringen. Und das haben wir halt mit dieser Fürstenenteignung gemacht. Da habe ich noch eine Frage. Ist das tatsächlich jetzt in Italien auch so gelaufen? Warum ging es da? Italien gewesen. Das eine war wohl diese, dass Berlusconi sich die Unantastbarkeit oder was sichern wollte. Und eins war das mit der Atomkraft und das dritte war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls
hat, ich habe das nicht selber recherchiert oder verfolgt, deshalb habe ich gedacht, ich frage dich jetzt. Und ich habe es vergessen. Es gibt ein Forum in Italien, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Dass die ihre Abstimmung auch nur quasi durch diesen Boykott entschieden haben. Aber das wollte ich eben mal sagen. Das Forum eindeutig überschritten, das habe ich nicht gekriegt. Ja, also in Italien gibt es ein Quorum, ich weiß nicht mehr, wie hoch das ist. Also auf jeden Fall so, dass es sehr schwer zu überschreiten ist. Also ja. Das ist halt ganz selten, seit so und so vielen Jahren das erste Mal, dass überhaupt eine Volksabstimmung dann bindend ist. Ja, aber die haben das halt richtig gemacht und mehrere Abstimmungen zusammengelegt, ja, so ich weiß auch, weil es halt nun mal so ist, dass Abstimmungsfragen nicht jeden betreffen. Und das Problem, das man bei Diskussionen immer hat, die Leute gehen unwillkürlich, weil sie mit direkter Demokratie noch nicht so viel Erfahrung haben, davon aus, dass so eine Beteiligung zustande kommen muss, die sie irgendwo ansiedeln bei der Beteiligung von Wahlen. Ja, aber Wahlen sind nicht dasselbe wie Abstimmung. Nicht ohne Grund werden die im Grundgesetz auch unterschieden. Ja, während man in Abstimmung die Abgeordneten wählt und zwangsläufig auch die Parteien per Liste, ja, und damit die allgemeine Politik für die nächsten 4 bis 5 Jahre wählt, entscheidet man in Abstimmung einfach eine Sachfrage, für oder gegen ein Gesetz. Ja, und das betrifft nun mal nicht so viele wie Wahlen. Ja, da gehen halt diejenigen hin, die sich von der Abstimmungsfrage irgendwie betroffen fühlen. Und weshalb sollte ein 90-jähriger, kinderloser Junggeselle noch über eine Schulreform abstimmen? Wenn er selber Pädagoge ist. Ja. Ja, noch so ein Argument. 1948 hätten sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus gutem Grund gegen direkte Demokratie auf Bundesebene entschieden. Gerald Hefner hat das mal geprüft und hat dafür keine Hinweise gefunden. Er hat sich selbst gewundert, dass die Akten dazu noch nie ausgeliehen worden sind. des Parlamentarischen Rates. Und der historische Hintergrund ist wohl der, dass Abstimmungen noch immer im Grundgesetz stehen, dass einige der Mitglieder des Parlamentarischen Rates mal in der Schweiz im Exil waren. Und die sind ja davon ausgegangen, das Grundgesetz ist ein Provisorium, irgendwann machen wir eine richtige Verfassung draus. Also lassen wir das mit den Abstimmungen erstmal drin, steht in Artikel 20, aber wir regeln das noch nicht. Ja, und später hat man sich das dann nicht mehr erklären können, deshalb steht da Abstimmung und hat das dann damit begründet, ja, es gibt ja bei der Neugliederung der Länder die ein Referendum. Und das ist dann damit gemeint. Ja, aber das war es wohl nicht. Ja, sondern die haben sich absichtlich, weil sie das Grundgesetz für ein Provisorium hielten, noch die Möglichkeit gelassen, Abstimmung einzuführen bei der Verfassung. Ja, in diesen Stunden ins Grundgesetz mal reinschreiben. Ja, außerdem gab es ja zu der Zeit schon vor dem Grundgesetz Volksabstimmung in Deutschland. Also zwischen 45 und 49. Ja, es gab zumindest ließ die Landesverfassung Abstimmungen zu. Ja, es gibt Landesverfassungen, die sind älter als das Grundgesetz und da ist direkte Demokratie drin verankert. Ja, ich glaube in Bayern ist es so. Da ist die Landesverfassung von 47. In Hessen, glaube ich, da ist für jede Verfassungsänderung sogar eine Volksabstimmung vorgesehen. Ja, und vor kurzem gab es auch eins, wegen der Schuldenbremse, die eingeführt werden sollte. Ja? Nicht irritieren, Max. Ja? Was jetzt auch nicht gewesen wäre, zum Beispiel das grundsätzliche System, zum Beispiel in der Lehrkirche. Aber ich habe es hier mit den Medien aufgelassen, dass es nicht ganz auch ausgeschlossen ist, dass man die Werte wieder einführen kann. Mhm. Aber das ist ja doch das Thema gewesen, was
die Bevölkerung nicht die Drogen mal beschert hat, weil ja kaum Männer zur Polizei werden. Ja. Thema war sogar schwer, die Wehrdienst zu verweigern und so weiter. Das sind so große Themen, die mit Volksentscheid ja doch nicht mehr bewirken. Ja. Ich mache zwar niemandem vor Versprechungen, er würde unbedingt sein Ziel in einem Volksentscheid oder Bürgerentscheid erreichen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir halt gewisse Dinge schon längst geklärt hätten und nicht seit Jahrzehnten immer wieder kauen würden, wie Atomausstieg, Wehrpflicht und solche Sachen. Und ja, genau. Und der große Irrtum ist ja auch, hätte ich schon viel früher sagen sollen, dass man immer über alles abstimmen muss. Ja, das Wichtige ist ja die sogenannte Vorwirkung der direkten Demokratie, dass nämlich allein die Möglichkeit einer Niederlage in einem Volksentscheid Politiker zu mehr Bürgernähe zwingt. Und es gibt mit Sicherheit kein Land auf der Welt, ich will mich überhaupt nicht kennen, dass so viele Instrumente hat zur Kompromissfindung wie die Schweiz. Warum wohl? Ja, weil die da zwangsläufig mit politischen Programmen und Ideen nicht mehr weiterkommen, wenn sie nicht anfangen zu erfragen, kommen wir damit auch durch? Ja, und die Grünen in Hamburg mit ihrer Niederlage wegen der Primarschule, die haben das nicht begriffen. Ja. Das ist der einzige, ich muss sagen, das ist ein bisschen mehr gibt. Ich finde es gut, dass der Phoenix-Kanal geöffnet hat, dass die Leute daran teilnehmen können, was in den Debatten da im Bundestag abläuft. Das letzte Mal, wie ich da gehört habe, ja, so, jetzt kommt zur Abstimmung, Landesdrucksache, Nummer so und so, wer ist dafür, wer ist dagegen. Und das hört man zehnmal, man hat einmal gehört, über was sie dann abstimmen. Das fand ich ja, dann können sie es doch gleich bleiben lassen. Mhm. Dann hätten sie wenigstens gesagt, wir stimmen Landesdrucksache ab über das Thema oder jenes Thema. Aber da wurde nur die Nummer aufgerufen und dann hat es geheißen, ja, so und so viele waren dafür und so und so viele waren dagegen. Solche Art von Diskussionen, ja, die bringen wir ja dann nicht im Fernsehen nichts. Gut, okay, es wird zweite Lesung gewesen. Entschuldigung, es wird zweite Lesung gewesen sein, ja. Dritte Lesung, wo man eben inhaltlich nicht mehr reingeht. Ja. Erste Lesung ist ziemlich gut, man kann die Worteprotokolle sich besorgen. Und im Staatsarchiv kann man sich leider bisher nur im Staatsarchiv eben auch die Landtagsdebatten dann anschauen. Ja, aber wenn ich aber alleine bin und ich. Ja, ist klar. Ist dann halt klar. Ja. Ja gut, das ist dann halt vielleicht eine schlechte Sitzungsführung. Ja. Und eventuell könnte der Königskommentar aus dem Hintergrund noch sagen, was es da gerade ist. Ja. 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 Darf ich schon noch? Ich habe hier gerade die Frechheit besessen, hier noch was hinzuschreiben. Das ist der Kanal in dubio pro dubio, da habe ich ein paar Vorträge eingestellt, unter anderem von Gerald Heffner, kürzlich als er in Nürtingen war. Und wer zu der Entwicklungsgeschichte vom Volksentscheid was wunderbar Fundiertes sehen will, kann das dort. Da macht er den Abriss von Jesus Christus bis heute nicht erschrecken lassen. Das ist wirklich super, weil er gerade die parlamentarischen Dinge, die Nico angesprochen hat, im Detail bringt. Also, Dinge, die eigentlich im Unterricht gehören, von allgemeinbildenden Schulen. Ja. War das eine Volksabstimmung mit Parafas? Ich muss sagen, der hat spät angesetzt, wie man mit Jesus Christus angesetzt hat. Die Republik ist älter. Und der zweite Beitrag ist eine Sendung, die ich mal mitgeschnitten habe aus dem, ich sage es mal, Ostfernsehen. Fakt ist, da ging es um eine Diskussion, eine hochkarätige Diskussion um mehr Demokratie. Und ich habe das selten so gut verargumentiert gesehen. Leute, die man nicht kennt, ein Unternehmer und irgendein Wissenschaftler aus dem Osten. Und aus meiner Sicht auch sehr gut, wenn man sich füttern will mit Argumenten.